Vor 100 Jahren, im März 1921, wurde die Region um Halle, Merseburg und das Mansfelder Land durch heftige Auseinandersetzungen erschüttert. Ein groß angelegter Polizeieinsatz sollte damals eine unruhige Gegend befrieden. Immer wieder hatte es im Bergbau und in der Chemieindustrie wilde Streiks gegeben. Immer wieder war es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Werkschutz und Arbeitern gekommen. Industrielle beklagten sich über Diebstähle aus den Betrieben, Bauern beschwerten sich über Felddiebstähle. Also schickte Oberpräsident Hörsing die Schutzpolizei. Gegen diesen Polizeieinsatz begannen Arbeiter in der Region zu streiken. Aber es gab ein paar unter ihnen, die wollten mehr. Diese Auseinandersetzungen haben in der Umgebung von Halle zahlreiche Spuren hinterlassen. Gut und gerne lässt sich sagen, dass diese Gegend in Deutschland die höchste Dichte an Revolutionsdenkmälern aufzuweisen hat. Doch müssen diese entdeckt und entschlüsselt werden. Dazu soll hier eingeladen werden. Am 14. August 2021 machte sich eine Gruppe von etwa 20 Leuten auf eine Fahrradtour von Merseburg nach Kröllwitz bei Leuna. Unter ihnen Bernd Langer, Aktivist und Autor zahlreicher Bücher über Revolutionsgeschichte in Deutschland. Ziel der Fahrradtour: Besichtigung von Gedenksteinen und geschichtlichen Stätten, Beschäftigung mit den mitteldeutschen Märzkämpfen von 1921. Ich selbst hatte ein Aufnahmegerät dabei. So will ich euch einladen auf eine hörbare Fahrradtour, eine Tour entlang am Saaleradweg hinweg durch einige kleine Ortschaften um die Stadt Leuna. Die erste Station wird dabei der Hauptbahnhof von Merseburg sein. Hier befindet sich gut sichtbar eine Säule, die an die Entstehung Preußens und der preußischen Provinz Sachsen erinnert. Okay, dann begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer Fahrradtour von Merseburg in Richtung Leuna. Eine Radtour, die sich auf historischen Pfaden bewegt und sich auseinandersetzen will mit den mitteldeutschen Märzkämpfen von 1921. Ich bin Lukas und ich lebe so seit 5-6 Jahren in Halle. Und als ich nach Halle gezogen bin, hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, auch mich erstmal mit der Geschichte dieser Stadt Halle auseinanderzusetzen. Und wenn man das macht, kriegt man relativ schnell mit, dass so Halle und Umgebung Anfang des 20. Jahrhunderts ein Zentrum gewesen ist von Arbeiterbewegungen, dass es hier immer wieder Aufstände und Kämpfe gegeben hat, dass es hier eine Arbeiterbewegung gab, die sehr weit links stand, und bin in dem Zuge dann irgendwann auch auf diesen Aufstand vor 100 Jahren gestoßen, die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921. Und habe deswegen dann die Idee gehabt, Anfang dieses Jahres so eine kleine Veranstaltungsreihe zu machen zu den Märzkämpfen. Ein Großteil dieser Veranstaltungsreihe hat dann online stattgefunden. Also es gab eine Radiosendung, wo auch mit Bernd Langer wir uns unterhalten haben über diesen Aufstand. Es gab Vorträge über mehrere Persönlichkeiten, die in dieser Zeit eine Rolle gespielt haben. Wir haben uns mit dem Rätekommunismus auseinandergesetzt, der auch ab 1921 sich als eigenständige Strömung überhaupt erst herausgebildet hat innerhalb der Arbeiterbewegung. Und wir hatten diese Fahrradtour eigentlich auch schon für den 8. Mai geplant in diesem Jahr. Das mussten wir dann leider absagen, eben wegen den Corona-Einschränkungen. Freuen uns, dass jetzt einige Leute hier gekommen sind, um das mit uns zu machen. Was vielleicht irgendwie so die Länge der Fahrradtour betrifft, ist das relativ schwer einzuschätzen, weil wir es so in der Form zum ersten Mal eigentlich auch machen. Also Bernd und ich sind diese Strecke, die wir uns vorgenommen haben, schon am 8. Mai eben probeweise schon mal abgefahren. Glücklicherweise war das so eine Art Generalprobe, weil wir festgestellt haben, unsere ursprüngliche Strecke wäre viel zu lang gewesen. Also dann wären wir wirklich von morgens bis abends unterwegs gewesen. Haben die Strecke jetzt verkürzt. Ich bin die gestern noch mal abgefahren. Da kam sie mir wiederum sehr kurz vor.
Ich habe gestern natürlich sozusagen die Gesprächsrunden und die Zwischenstopps nicht gemacht. Das heißt, ich denke, dass so dieser Zeitraum 11 bis 16 Uhr realistisch ist. Vielleicht zur Einleitung, wenn wir über die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 sprechen, das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, weil in Halle und Umgebung hat es im Grunde eigentlich dreimal Märzkämpfe gegeben. Also zum einen eben im März 1919 im Zuge eben der Novemberrevolution, wo Generalmajor Mercker durch die Städte gezogen ist und dort die Arbeiter- und Soldatenräte entmachtet hat im Auftrag der SPD-Regierung. Da gab es in vielen Orten Kämpfe, auch in Halle und Umgebung. Dann 1920 eben der Kapp-Putsch, was sozusagen ein großer Abwehrkampf, Generalstreik gegen den Putsch von rechts gewesen ist. Und dann 1921, was halt tatsächlich dezidiert eine Aufstandsbewegung gewesen ist, wo eben das Ziel tatsächlich auch eine Umwälzung gewesen ist. Ein Aufstand, der gescheitert ist. Diese drei Stationen, 1919, 1920, 1921, werden uns im Zuge der Radtour auch immer wieder begegnen. Genau, also die ersten Stationen, da werden wir auch so ein bisschen den Vorlauf halt irgendwie so ein bisschen versuchen abzugrasen. Vielleicht ein paar Worte zu Bernd. Der ist seit den 70er Jahren in der autonomen Szene aktiv, hat diesen Kampf bei den Autonomen aber immer auch verbunden mit einer historischen Auseinandersetzung. Also er hat sich eben sehr viel mit der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinandergesetzt und mit den verschiedenen Aufstandsbewegungen. Ich habe ihn bei Radio Korax immer wieder interviewt über verschiedenste Ereignisse, weil sich ja sozusagen gerade diese 100 Jahre, das sozusagen ist ja sozusagen so eine Kette von Ereignissen, und in den letzten Jahren hatte man immer wieder die Gelegenheit, über solche 100 Jahre Jubiläen zu sprechen. In dem Zuge habe ich relativ oft mit Bernd halt Telefoninterviews geführt. Er war auch letztes Jahr in Halle und hat da einen Vortrag zum Kapp-Putsch gehalten. Und deswegen lag es für mich dann nahe, ihn auch nochmal einzuladen und mit ihm diese Fahrradtour zu machen. Und wir werden das Ganze so ein bisschen zusammen machen, werden uns so ein bisschen gegenseitig ergänzen. Ihr habt aber immer auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und genau. Und ansonsten wird jetzt Bernd sozusagen thematisch gerahmt mit dieser preußischen Säule noch ein paar Worte sagen. Ja, also ich bin hoffentlich überall zu verstehen, weil Megafon habe ich nicht. Wenn, müsstet ihr dann dichter herankommen. Viel lauter kriege ich es nicht hin. Wir sind ja in diesem Meilenstein, der gesetzt worden ist nach den Napoleonischen Kriegen. Und wenn wir uns mit historischen Sachen auseinandersetzen, historischen Ereignissen, muss man sich natürlich auch ein bisschen zurückversetzen in diese Zeit. Und da gibt es immer so ein paar Sachen, die so manchmal bei der Betrachtung ein bisschen schräg laufen. Das ist zum Beispiel diese preußische Provinz Sachsen. Das ist ja hier sehr schön dargestellt. Das Deutsche Reich, auf das wir uns beziehen, wenn wir über Deutschland sprechen heutzutage, ist ja das Deutsche Reich, das 1871 entstanden ist unter der preußischen Oberherrschaft. Und dass Preußen überhaupt so eine Machtentfaltung haben konnte, hatte natürlich verschiedene Ursachen, aber ein wesentlicher ist eben dieser Ausgang von diesem Napoleonischen Krieg. Danach wurde die Landkarte neu aufgeteilt. Und dieses Gebiet hier gehörte eigentlich zum Königreich Sachsen, ist dann aber nach dem Napoleonischen Krieg zu Preußen gekommen. Deswegen gibt es die preußische Provinz Sachsen. Das ist ganz wichtig im weiteren Verlauf. Das gehört also nicht zu Sachsen, aber es gibt immer noch das Königreich Sachsen. Es gibt also Sachsen und die preußische Provinz Sachsen. Und die ist ja dann später in Sachsen-Anhalt sozusagen aufgegangen. Und wenn man solche alten Bücher und so weiter liest, da taucht das immer auf. Das muss man sich einfach so vorstellen, dass Preußen ein Riesenland war und das war einfach ein Verwaltungsbezirk, der dann in Preußen beheimatet war. Zum Staat, der 1871 dem Deutschen Kaiserreich entstanden ist, wie im Einzelnen, das will ich jetzt natürlich nicht ausbreiten, aber der bis 1918 von der Revolution dann hinweggefegt worden ist. Aber trotzdem ein paar Bemerkungen dazu, die vielleicht wichtig sind, weil für uns heute Sachen selbstverständlich sind, die damals noch in weiter Ferne lagen. Zum Beispiel das allgemeine Wahlrecht. Das wurde zwar ausschließlich auf Männer, mit der Reichsgründung sozusagen ausgeweitet. Das hieß aber, man musste mindestens 21 Jahre alt sein, durfte nicht von der Armenunterstützung abhängig sein, musste eine feste Arbeitsstelle haben, durfte nicht vorbestraft sein. Es gab ganz viele Sachen, die das eingeschränkt haben. Und Frauen waren von diesem gesellschaftlichen Prozess im Wesentlichen noch ausgenommen. Es gab Ausnahmeerscheinungen, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und so weiter. Und es gab auch in der Breite bei den Streikbewegungen viele Frauen, die sich da sehr eingesetzt haben. Ich habe da einiges recherchiert in dieser Hinsicht. Aber im Großen, also wählen, auftreten bei Wahlen und so weiter, das war in dieser Zeit noch nicht möglich. Deswegen war die Zeit, der Umbruch von 1918,
mit der Revolution um November 1918 natürlich ein wesentlicher gesellschaftlicher Aufbruch. Es war auch ein Aufbruch, das will ich vielleicht nochmal sagen, weil dieses alte Kaiserreich, da gab es praktisch 39 verschiedene Fürstentümer noch, die alle ihre eigenen Oberhäupter und so weiter hatten. Das wurde also alles mit diesem 1918 hinweggefegt. Auf diese Frage, Rolle der Frau und so weiter, da kann ich ja gleich nochmal im Laufe des Vortrages eingehen. Ich wollte nur erstmal festgestellt haben, preußische Provinz Sachsen und Königreich Sachsen, das sind diese beiden Punkte. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu der Tafel, da sind wir nämlich gleich im Geschehen sozusagen, die über den März 1919 auskommt. Also gehen wir mal. So, hier sind wir in der Tafel. Ihr seht ja, was draufsteht, oder es ist schlecht zu lesen. Zur Erinnerung an die, was steht da jetzt eigentlich? An die Jungarbeiter. Genau. Merseburger Jungarbeiter, Charlotte Schierich, geboren 2. Januar 1902 und August Karl Ackermann, geboren 27.09.1899. Sie wurden am 3. März 1919 von der Reaktion ermordet. Ja, also es wurde ja schon eingangs erwähnt, wenn der Begriff Märzkämpfe und Märzgefallene fällt, sind damit eigentlich diese drei Stationen 1919, 1920 und 1921 gemeint, und deswegen wird das auch manchmal durcheinander, gerät das auch manchmal durcheinander. Was war im März 1919 los? Erstmal die Revolution von 1918 im November war eine relativ unblutige Angelegenheit. Im Grunde genommen wurde die Verwaltung überall gestürzt, die Fürsten gaben ihre Vorrechte sozusagen relativ widerstandslos ab. Es gab also keinen Bürgerkrieg, da wurden keine Leute aufgehängt oder sowas in der Form. Das entwickelte sich sozusagen erst im Nachhinein, weil in dieser revolutionären Entwicklung eben verschiedene Strömungen tätig waren und darunter eben auch sehr radikale Strömungen, die sich zum Beispiel die Sowjetunion, oder die hieß ja noch nicht Sowjetunion, jedenfalls die russische Revolution unter Lenin als Vorbild nahmen und dachten, man könnte jetzt also mit wenigen Schritten das Himmelreich auf Erden, den Kommunismus erzeugen, wenn man jetzt noch ein paar Schritte weitergeht. Und es gab auch andere Leute, die sagten, wir müssen jedenfalls auf alle Fälle jetzt die Rätegedanken voranbringen. Und das war im Grunde genommen der Auslöser für einen Aufstand, der im Januar 1919 in Berlin losbrach. Und das war auch das, was viele Leute befeuerte, in Städten so Räterepubliken auszurufen. Da wurde in Halle zwar keine Räterepublik in der Form ausgerufen, es war aber eine große linksradikale Bewegung tätig. Es gab hier eine Matrosendivision und so weiter, ähnlich wie in Berlin. Und in Berlin wurde dann im März 1919, wollte die Regierung sozusagen diese linksradikale Bewegung niederkämpfen und hat aufgestellte Freikorps auf die Stadt marschieren lassen. Und das hat dann 2000 Tote gegeben, aber Berlin war so Austragungsort dieser Geschichte. Aber die Genossinnen und Genossen außerhalb wussten, was in Berlin sich zusammenballt, und haben dann versucht, den Eisenbahnverkehr zu unterbrechen, damit die Nachschubzüge mit den Soldaten und was man da so alles benötigt, nicht nach Berlin kommen sollte. Und dann ist auch diese Eisenbahnstrecke hier Richtung Berlin blockiert worden. Und um die freizukriegen, ist dann Militär eingesetzt worden. Es gab Demonstrationen hin und her. Und bei diesen Zusammenstößen sind diese beiden hier ums Leben gekommen. Also darauf bezieht sich diese 1919-Sache. Also das ist der Vorfall, auf den es sich bezieht. Was hier noch interessant ist, was hier auch die Geburtsdaten dastehen, das können wir uns dann auch nochmal später vielleicht anschauen, sind meistens sehr junge Leute, also kaum jemand, der weit über 30 ist. Meistens sind die Leute erst Anfang 20, die diese Revolution voranführen. Es gibt auch ein paar Ausnahmen und so weiter, aber die ganzen führenden Leute sind natürlich sehr junge Leute. Das ist überall immer so gewesen in der Geschichte, dass die Veränderung von diesen Kräften ausgeht. Das wollte ich jetzt erstmal zu diesem hier sagen. Und dann würde ich sagen, fahren wir gleich zu diesem Denkmal auf dem Friedhof. Da geht es um den März 1920, um also den Kapp-Putsch und die Geschehnisse darum, historisch einordbar zu machen. Gut. Genau, zum Friedhof fahren wir jetzt hier die große Straße immer geradeaus. Wir passieren einen Kreisverkehr und eine große Kreuzung und dann geht's links. Ich kann vorne wegfahren. Thank you.
Genau, also hier Inschrift quasi, die Arbeit ihren Toten, also eine ganz interessante Verkörperung sozusagen, die Arbeit ehrt ihre Toten. Es sind verschiedene Namen aufgeführt, März 1920 im Bürgerkrieg gefallen. Ja, zum März 1920 vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück, weil hier ist ein bisschen ruhiger, kann ich das ein bisschen konzentrierter von mir geben. Die progressive Bewegung im Deutschen Kaiserreich war durch die alte sozialdemokratische Bewegung verkörpert. Also SPD war nicht nur Partei, es gab Arbeitervereine und so weiter. Es war also auf den Marxismus zumeist sich stützende breite Bewegung und man war also der Meinung, dass man in einem Reformprozess sozusagen nach und nach diese Gesellschaft, die Mitbestimmung und die Gesellschaft, die Demokratie sozusagen durchsetzen könnte. Das war also die eine große Partei. Es war die größte sozialdemokratische Partei in Europa, die größte auch in der Internationale, die damals zum ersten Mal gegründet worden ist. Und die große Parole dieser internationalen Arbeiterbewegung war, dass man auf alle Fälle gegen den Militarismus und gegen den Krieg eintritt. Und als dann der Krieg 1914 begann, hat eben die Sozialdemokratie in ihrer Mehrheit mit für die Kriegskredite gestimmt. Das waren also öffentlichen Anleihen, um diesen Krieg zu ermöglichen. Die Sozialdemokratie hatte nicht die Mehrheit im Reichstag, immer so um die 35% herum. Sie hätte diesen Krieg nicht verhindern können, aber es wäre natürlich das wichtige politische Zeichen gewesen. Das hat sie aber nicht gegeben. Und daraufhin gab es einen Spaltungsprozess, der sich über mehrere Jahre hinzog, der dann damit endete, dass die Partei die Dissidenten also rausgeschmissen hat und die haben dann die USPD gegründet, 1917 zu Gotha. In Gotha war ja auch die SPD mal gegründet worden ursprünglich. Ja, was gab es seit 1917? Diese beiden Parteien, die radikal für den Frieden, sofortigen Friedensschluss einschlagende USPD und dann die SPD. Mit der Revolution von 1918, für die beide Parteien nicht verantwortlich waren, sondern die sich eigentlich als spontane Volksbewegung und jetzt hat sich das noch weiter aufgespalten. Es entstand dann diese Räteidee, die Rätebewegung und zur Jahreswende 1918-19 ist ja dann schon die KPD gegründet worden. Die KPD ist aber nicht die, man vielleicht aus den Geschichtsbüchern Ernst Thälmann und so weiter vorlesen. Die erste KPD ist eine ganz kleine, sehr radikale, linksradikale Organisation, die von den internationalen Kommunisten sogar, das ist eine kleinere Gruppierung, die mit dem Spartakusbund im Wesentlichen diese KPD formierte, bestimmt worden ist. Diese erste KPD hatte als Ziel die Revolution nach russischem Vorbild. Und das hieß in diesem Fall, sie wollte sich nicht auf keinen Fall an Wahlen beteiligen, sondern ihr Programm war der bewaffnete Kampf. So wie in Russland wollte man eben das in Deutschland dann auch umsetzen. Was natürlich Personen wie Rosa Luxemburg und andere, die also ihr Leben lang gekämpft hatten für Wahlrecht, jetzt hatten sie ihre Partei und jetzt tritt die Partei ausgerechnet dafür ein, nicht an den Wahlen teilzunehmen, das nur so als kleine Nebenbewerbung. Jedenfalls war dieses Programm dieser ersten KPD der bewaffnete Kampf im Grunde genommen. Der Kapputsch wiederum, der 1920 vonstatten ging, also es gab verschiedene Aufstände, wo die KPD mit einer Rolle spielte, aber auch andere Kräfte und Strömungen, die ich jetzt im Einzelnen nicht alle hier dozieren will, die wurden im Jahr 1919 von Freikorps, die dann von der Regierung aufgerufen worden sind, weil man nicht genügend Militär zur Verfügung hatte, ansonsten niedergeschlagen. Da wurde also das Weimarer System sozusagen etabliert über die Zeit 1919, weil auch die Wahlen zur ersten Nationalversammlung und diese ganzen Dinge, die dann dort durchgeführt worden sind, sodass man also diese Lage praktisch stabilisieren konnte. Und im März 1920 tritt etwas ganz anderes ein. Da gibt es den ersten rechtsradikalen Putsch in der Geschichte, in der deutschen Geschichte. Also Landschaftsdirektor Kapp und der General Lüttwitz wollen die Regierung stürzen. Und gegen dieses Regierungsstürzen steht jetzt die Bevölkerung auf. Und das ist eigentlich ein sehr großes Zeichen gewesen. Es war nicht organisiert von einer bestimmten Partei oder so. Die Gewerkschaften und Parteien haben dann später auch, also in dieser Bewegung dann gesagt, ja, also Streik und so sind dann Aufrufe verfasst worden. Aber es ging von der Basis aus. Und die haben also dann Generalstreik gemacht. Man darf aber auch nicht verhehlen zu sagen, dass die Beamten eine große Rolle gespielt haben. Die haben also praktisch den Dienst versagt. Also die konnten Befehle geben, aber niemand hat sich darum geschert. So ist also dieser Putsch praktisch innerhalb von 100 Stunden, sagt man, zusammengebrochen. Die hatten keine Möglichkeit zu reagieren. Da muss man nochmal ganz klar sagen, die Motivation der meisten Leute, die an diesem Putsch beteiligt waren, war, die Republik zu retten.
weil da dieses Wahlrecht, diese ganzen Sachen, die ich jetzt aufgeführt hatte, die ja mit der Revolution eingeführt worden war, die werden jetzt abgeschafft worden. Die haben Leute gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen also diese freiheitliche Möglichkeiten wollen wir verteidigen. Das war die Motivation der Masse. Aber es waren eben auch einige radikalere Kräfte dabei und dann gab es auch Gegenaktionen vom Militär. So bewaffneten sich also hier und da einige Truppen und dann schaukelte sich das in einigen Gegenden des Reiches hoch. Und dann kam es tatsächlich zu einem Bürgerkrieg, also was es 1918 nicht gegeben hatte. Da bestimmt diese Bezeichnung Bürgerkrieg stimmt da auf alle Fälle. Und einer der Hauptaustragungsorte dieses Bürgerkrieges war hier genau diese Gegend, war Halle. Es gab noch andere, das Ruhrgebiet, zum Beispiel ist in der Ruhraufstand, ist ja auch vielleicht dem einen oder anderen schon mal begegnet. In Halle ist es gar nicht so klar, ob es da eigentlich die Putschisten in der Form gab. Das ähnliche Geschichte kann man über Leipzig und so erzählen. Es war einfach so, das Militär war das Feindbild, die waren Reaktionäre, das war klar. Es gab auch reaktionäre Parteien und in den lokalen Zusammenhängen schaukelt sich das manchmal so. Jedenfalls gab es hier den militärischen Konflikt und dann riefen alle auf zu den Waffen. Und dann strömten sie alle herbei und es hat sich praktisch aus dem Nichts eine Rote Armee oder Freiwilligenarmee gebildet, die dann ringsherum auf Halle zumarschiert ist. Und es gab dann in Halle schwere Kämpfe. In der Innenstadt sind ja noch Schilder da von dem Schammer, so ein Maschinengewehrschütze, der erschossen worden ist, die aus DDR-Zeiten stammen und so weiter. Oder die am Galgenberg, der Kampf am Galgenberg sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Also mehrere Tage lang ist um Halle richtig mit Straßenkämpfen und so weiter gefochten worden. Das muss man auch für 1921 sagen. Die Leute, die das geführt haben, das waren also in diesem Falle fast ausschließlich Männer, waren alles Soldaten gewesen und die meisten waren Soldaten gewesen im Krieg. Die wussten also auch, wie man eine Waffe bedient und so weiter. Die hatten das drauf. Und es war eben so, dass das die Grundlage dafür war, dass sie auch so schnell sich dann organisieren konnten. Manch einer hatte wohl noch eine Knarre zu Hause. Sanitätswesen wurde aufgebaut. Das ging also in der Zeit des Kapp-Putsches aufgrund dessen, da man ja 4 Jahre Krieg hinter sich hatte offensichtlich und das so eingeübt war sozusagen. In Halle waren die Kämpfe so schwer, dass das Militär sie praktisch verloren hatte. Und dann ist ja die Regierung eingeschritten und hat Parlamentäre, also irgendwie müssen wir ja die Situation jetzt hier entschärfen, weil irgendwie muss das mal beendet werden. Und dann hat man gesagt, okay, Waffenstillstand, der Putsch ist niedergeschlagen im Reich, es ist auch sinnlos hier weiterzukämpfen. Das haben dann auch die Arbeiterkommandeure da soweit eingesehen, haben gesagt, es gibt eine Amnestie für alle Straftaten, die im Zusammenhang mit diesem März 1920 vorgekommen sind. Ihr gebt die Waffen ab, geht nach Hause, die Sache ist damit sozusagen erledigt. Also anders wäre es auch gar nicht möglich, dass ja tausende von Leuten dann Verfahren gehabt hätten und die meisten ja tatsächlich im Glauben, die Republik zu schützen, dort angetreten sind. Ja, das haben die auch gemacht, aber viele haben ihre Waffen natürlich nicht abgegeben, sondern versteckt, wie man das natürlich auch vernünftigerweise machen sollte. Und so gab es also 1921 hier und da auch noch Waffenlager aus der Zeit von 1920. Das muss man als Hintergrund wissen. Nach Halle sind also, Halle war der Hauptaustragungsort, es gibt ja auch Schlacht um Halle Broschüren, die das im Detail beschreiben, sind nach offiziellen Zahlen 115 Arbeiter gefallen in diesen Kämpfen und 27 von der anderen Seite. Die meisten sind auf dem Gertraudenfriedhof ja bestattet worden, viele sind aber dann auch in ihren Heimatstädten, wie wahrscheinlich diese hier dann nach hier gebracht worden. Also das sind auf alle Fälle weit über 100 Menschen da in diesen 2 Tagen und 2 Nächten ums Leben gekommen. Und wie gesagt, das ist eine richtige Kriegshandlung gewesen. Politisch war es dann so, nach Ende dieses Kapp-Putsches, der wie gesagt verschiedene bewaffnete Aufstände zur Folge hatte, die ich praktisch eine revolutionäre Aufstandsbewegung initiiert hatte, war es dann so, dass die KPD sich gespalten hat. Die Spaltung war eigentlich schon vorher eingeleitet worden. Ich hatte ja gesagt, die KPD, die ursprüngliche, wollte nur den bewaffneten Kampf. Und Paul Levy, das war ein alter Weggefährte von Rosa Luxemburg, war dann Vorsitzender der KPD 1919, 1920 geworden. Und der hat praktisch dann umgesetzt auf einem sogenannten Heidelberger Parteitag, das im Oktober 1919, dass die KPD auch
an Wahlen teilnimmt, also auch an Wahlen teilnimmt, also nicht nur auf dem bewaffneten Kampfsitz. Es gab immer noch die bewaffnete Option, aber eben auch auf Wahlensitz. Das war taktisch sehr wichtig, denn ich hatte gesagt, es gab die USPD. Die USPD war eine große Partei, die aber natürlich an Wahlen teilnahm. Und damit, dass die KPD jetzt sagt, sie nimmt auch an Wahlen teil, öffnete sie praktisch den USPD-Mitgliedern die Möglichkeit, in die KPD zu kommen, also sich zu vereinen, was sie mit dem größten Teil dieser Organisation auch in Halle vollzogen haben, ein Jahr später. Aber aufgrund dessen, dass Paul Levy gesagt hat, wir wollen auch an Wahlen teilnehmen, waren die meisten KPD-Mitglieder auf der Palme und haben gesagt, das ist ja eine reformistische Scheißpartei hier, damit wollen wir nichts zu tun haben, sind ausgetreten. Also in Berlin, also weit über die Hälfte, und haben sich dann schon separiert. Und nach dem Kaputsch, wo da gesagt worden ist, ja, die KPD hat viel zu früh aufgegeben, die hat sich auf Verhandlungen eingelassen und so weiter und so fort, da war da sozusagen die Spitze dieser Empörung erreicht. Und dann wurde die KAPD, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, gegründet. Und die war größer als die KPD in der Zeit 1920-21. Die ist dann in den Geschichtsbüchern, insbesondere in den DDR-Geschichtsbüchern, nicht so besonders erwähnt worden, weil sie eben eine andere Linie drauf hatte. Die KAPD war eher eine Organisation als Partei. Sie haben sich als Kommunisten verstanden, sie waren Teil der Komintern oder sind da zumindest eingeladen worden, sind dann weggefahren, weil sie gesagt haben, mit so einem Bonzenkram und so wollen sie nichts zu tun haben. Waren aber Kommunisten, war so ganz klar Kommunisten. Karl Plättner war einer ihrer ideologischen Anführer, der kam aus dieser Arbeiterbewegung. Otto Rühle wäre zu nennen, das war so ein Ideologe, der eine gewisse Zeit dort zumindest eine Rolle gespielt hat. Kempin, Utzelmann, Peter Utzelmann, den werden wir noch kennenlernen, weil der dann der Kommandant im Leuna-Werk ist. Das sind so ein paar wichtige Leute, die da eine Rolle spielen. Und natürlich Max Hölz, nicht zu vergessen. Im Grunde haben wir sozusagen vier Arbeiterparteien in dieser Zeit, also SPD, USPD, KPD und KAPD. Und diese Zersplitterung, die ist auch schon eine wichtige Voraussetzung für diese Aufstandsbewegung 1921. Also bei der KAPD kann man ja sagen, dass sozusagen der bewaffnete Aufstand sowieso Programm gewesen ist dieser Partei. Also heute würde man vielleicht sagen, das sind Insurrektionalisten gewesen, Anarchosyndikalisten, Rätekommunisten. Damals gab es diese Begriffe noch nicht so richtig, aber das ist sozusagen mit Ursprung von diesen Bewegungen. Die haben sowieso auf den bewaffneten Aufstand gesetzt. Das heißt, die sozusagen haben immer nach Gelegenheiten gesucht, dazu aufzurufen. Die KPD wusste sozusagen, bei der KAPD sind sozusagen viele von unseren ehemaligen Genossen, wir müssen die sozusagen auch wieder irgendwie für uns zurückgewinnen. Das heißt, es gab sozusagen eine Konkurrenz um die Aufständischen quasi. Und das ist auch sozusagen Teil der Dynamik, die dann dazu führt, dass KPD und KAPD sich da hervortun, eben in diesem Frühjahr 1921. Und Paul Levy hatte ja vorher noch versucht, sozusagen mit einem offenen Brief an alle Arbeiterparteien und an die Gewerkschaften zuzugehen. Das war ein offener Brief, der aufgerufen hat zu so einer Art tagespolitischen Einheitsfront. Das heißt, dass man sozusagen sich erstmal in der Zusammenarbeit konzentriert auf Lohnerhöhungen, auf Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, eben auf sozusagen den Tageskampf für die Interessen der Arbeiter. Genau, innerhalb der KPD hat sich dann aber sozusagen immer mehr dann eben so ein Flügel durchgesetzt, der dann doch auch eher auf Aufstand setzen wollte. Dazu muss man auch noch vorausschicken, dass ja die KPD Teil der Komintern war, also Kommunistische Internationale, Sitz in Moskau, und die ist ja von Lenin initiiert worden und anderen führenden Kommunisten. Es gab ja diese 21 Punkte, und einer dieser 21 Punkte heißt, jede Partei, die in der Komintern ist, hat bewaffnete Einheiten zu organisieren, die jederzeit bereit sein müssen, für die proletarische Revolution den Bürgerkrieg zu entfachen. Also es war Teil dieser Politik auch, dass jede Partei, die da drin war, diese Möglichkeit hatte und sie auch geschafft hat. Also hatte jede dieser Parteien einen illegalen militärischen Apparat. Das gehörte einfach dazu. Wie ausgebildet der war, ist eine andere Frage. Aber diese Kommentaren hat eine ganz große Rolle gespielt, die Sowjetunion eine große Rolle gespielt, denn der revolutionäre Prozess kam in eine große Bedrängnis in Russland, große wirtschaftliche Not machte sich breit. Kronstadt war davor, das hatte damit nichts zu tun. Und dann kam man auf die Idee, die Weltrevolution muss irgendwie weitergeführt werden, wir müssen ein Zeichen setzen und so weiter. Dann kam man auf die Idee, wir müssten da einen Aufstand machen. Und dann kam man auf Deutschland, man war sowieso der Meinung, dass Deutschland das nächste Land ist, wo die Weltrevolution weitergehen würde. Und da hier auch die stärkste kommunistische Partei war,
dachte man, in Deutschland müsste jetzt ein Aufstand, der würde sozusagen die internationale kommunistische Bewegung jetzt aus diesem Dilemma da befreien. Man hätte ein Symbol, dass es irgendwie weitergeht mit dem Prozess. Und so ist Béla Kun, das war ein ungarischer Kommunisten oder Bolschewist, der mit ein paar Leuten aus Moskau ist nach Berlin geschickt worden und hat die Zentrale in Berlin aufgesucht und gesagt, ja, wir bräuchten eigentlich einen Aufstand, ihr sollt den hier irgendwie entfachen. Das hört sich jetzt ein bisschen simpel an, aber das war damals in der Kommentaren tatsächlich auch Befehl und Gehorsam so ein bisschen organisiert. Und da hat Paul Levy, Clara Zetkin und so weiter, das ist ja totaler Schwachsinn. Wir können hier keinen Aufstand machen, das ist politischer Selbstmord, das passt nicht ins Feld. Und die haben sich also, sind da gleich auf Abstand gegangen. Paul Levy ist dann auch als Vorsitzender zurückgetreten. Und dann kam der nächste Vorsitzende, hieß Brandtler. Und Brandtler hat gesagt, klar machen wir das. Lenin hatte auch eine Theorie, die Offensivstrategie rausgegeben, dass also die Revolutionäre Partei immer den Angriff führen muss, selbst wenn er verloren geht, weil der weltweite oder der geschichtliche Prozess ja dadurch vorangetrieben wird. Brandtler hat sich also und die neue Crew, Führungscrew der KPD, haben sich also mit einverstanden erklärt. Es wurden aber keine konkreten Pläne jetzt ausgearbeitet, wo und wann man jetzt da irgendwie tätig werden würde. Im Gebiet Halle-Merseburg war praktisch der letzte große oder einer der größten Hochburgen der KPD. Hier hatte sich ja die KPD mit der USPD in diesem Vereinigungsparteitag zusammengetan. Man hatte einige Erfolge auch bei Wahlen dann erzielt und hatte hier eine ganze Menge Mitglieder und Sympathisanten. Und so war klar, dass also hier ein Schwerpunkt, hier könnte man das sozusagen machen, aber es war jetzt nicht konkret geplant worden. Es war eine große Notzeit, es gab viel Diebstähle, es gab Unruhen. Aber es gab Unruhen und die ganze Geschichte. Und dann hat praktisch der Oberpräsident Hörsing und der preußische Innenminister gesagt, wir müssen dieses Gebiet beruhigen und hat Polizei reingeschickt. Das war eine Polizeiaktion. Und das zusammen, also dieser Aufforderung der Kommentaren, einen Aufstand zu machen. Und dann marschierte die Polizei ein und das wurde dann praktisch zum Anlass genommen, zu versuchen, jetzt einen Generalstreik und aus dem Generalstreik also so einen bewaffneten Aufstand heraus zu organisieren. Gleichzeitig mit der KPD wurde auch die KAPD von der Komintern also instruiert und die ist dann eben auch, also ihre wichtigen Leute sind dann auch sofort, teilweise erst über Leipzig, aber dann sofort hier angereist und haben dann versucht, hier diesen Aufstand eben zu entfachen oder voranzubringen. Das war am Anfang nicht so einfach, aber das hat dann doch geklappt. Im Einzelnen können wir das später machen. Ich weiß jetzt nicht. Genau, ich würde vorschlagen, die lokalen Bedingungen können wir gleich bei der nächsten Station auch ein bisschen genauer besprechen. Das sind ja für verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Und es ist in der Geschichtswissenschaft auch immer umstritten, war das jetzt ein Aufstand, der von Moskau sozusagen einen Auftrag gegeben wurde oder war es ein Aufstand, der doch auch von unten kam aufgrund lokaler Bedingungen und eben aufgrund dieses Polizeieinsatzes. Da können wir gleich noch genaueres erzählen. Wir verlassen den Stadtfriedhof Merseburg stadtauswärts und fahren nun auf dem Saale-Radweg an der Saale entlang. Dieser Radweg führt uns schließlich zu den ersten Ortschaften um Leuna herum. Das Kriegerdenkmal in Rössen wird unsere nächste Station sein. Genau, wir befinden uns jetzt hier in einem Kriegerdenkmal, das hier so als neoklassizistisches Rondell aufgebaut ist und hat insofern mit unserer Geschichte zu tun, als dass ja der Erste Weltkrieg auf jeden Fall ganz maßgeblich auch das Geschehen in den Anfangsjahren der Weimarer Republik bestimmt. Bernd hatte das auch schon so ein bisschen angedeutet.
Der Erste Weltkrieg führt zum Zusammenbruch des Kaiserreichs und löst quasi mit die Novemberrevolution aus, die den Weltkrieg beendet und natürlich dann auch eben der Ausgangspunkt ist für alle anderen revolutionären Ansatzpunkte in der Anfangszeit der Weimarer Republik. Spielt insofern auch eine Rolle, dass der Erste Weltkrieg natürlich eine ganze Generation geprägt hat und aus dem Leben gerissen hat und sozusagen das Verhältnis zur Gesellschaft geprägt hat. Also wir haben sozusagen Leute, die groß geworden sind in Verhältnissen, die ganz sehr von Gewalt bestimmt sind und wo sozusagen es eine große Todesnähe gibt und sozusagen auch selber die Entscheidung, Gewalt als Mittel einzusetzen, näher liegt, als wenn es sozusagen diesen Kriegshintergrund nicht gegeben hätte. Und wir haben natürlich, das hatte Bernd eben erwähnt, sozusagen in der großen Bevölkerung halt Leute, die mit Waffen umgehen können, die Kriegserfahrung haben und die sozusagen Waffen zu Hause haben und auch wissen, wie man die einsetzt. Solche Kriegerdenkmäler wie hier stehen natürlich auch dafür, dass das Militär und der Militarismus auch in der Weimarer Republik noch eine bestimmende Macht sind. Und wenn sozusagen eine Gesellschaft den Krieg heroisiert, also dann sagt das auch was aus über ein Kräfteverhältnis in so einer Gesellschaft. Und sozusagen diese Kriegsverherrlichung oder auch der Gedanke, dass da vielleicht noch eine Rechnung offen ist oder dass da Helden gestorben sind, ist eine Voraussetzung auch dafür, sozusagen für den späteren Nationalsozialismus als Bewegung, wo ganz viele eben sozusagen der Protagonisten Leute sind, die diese Fronterfahrung und Kriegserfahrung, die sie gemacht haben, die verherrlichen. Vielleicht soweit erstmal. Okay, ja, ich wollte ja nur was zu den Anlagen sagen, damit er sie in ihrer Gänzheit, das gehört nämlich eigentlich auch dazu, das ist sozusagen nach altgermanischer Sitte ein Berg, oben ist da so eine Säule drauf mit den Namen und ringsherum auch nochmal, und das hier ist später dann nochmal dazu gebaut worden. Das sind so richtig zwei große Dinger, die hier hingesetzt worden sind. Das gehört also schon zu Leuna und zu den Leunawerken. Die sind ja alle im Ersten Weltkrieg in der Form überhaupt erst entstanden. Vorher war ja eigentlich nur so landwirtschaftlicher Betrieb. Der Hintergrund war einfach der, dass ab 1915 in Deutschland klar wurde, dass man nicht so gut auf den Krieg vorbereitet war, wie man sich das gedacht hatte. Und es wurde dann ein Notstandsprogramm aufgerufen. Und dann gab es sowas wie eine stille Militärdiktatur, also die oberste Heeresleitung unter den Generalen Hindenburg und Ludendorff haben nicht nur an den Fronten die Sachen geregelt, sondern haben auch das Vaterländische Nothilfsgesetz in Kraft gesetzt. Das wurde in Kraft gesetzt, ist sie. Und das bedeutete, dass sie die gesamte Gesellschaft auf den Krieg ausgerichtet haben. Also alles auf Produktion und den Krieg. Und das hat praktisch überhaupt bewirkt, dass Deutschland den Krieg dann noch ein paar Jahre durchhalten konnte. In diesem Zusammenhang hat Ludendorff auch den Begriff des totalen Krieges geprägt. Der ist also nicht von Goebbels, sondern General Ludendorff hat das im Ersten Weltkrieg schon dazu gesagt. Totaler Krieg. Ich will jetzt Details wiederum nicht ausbreiten. Das Leunawerk jedenfalls hatte den Sinn, dass man Ammoniak produzieren musste. Deutschland hatte nämlich viel zu wenig Sprengstoff für Munition und so weiter. Ist das ja alles notwendig? Also für Ammoniak ist eine Zutat mit Salpeter für Sprengstoff. Und den konnte man dann künstlich herstellen. Man brauchte eine ideale Lage und man hat damals auch schon mit Fliegern kalkuliert. Man sagt, die französischen Flieger, von denen man erwartet hätte, dass die Bombenangriffe fliegen können, kommen nicht bis hierher in dieses mitteldeutsche Gebiet. Deswegen hat man hier also Leuna dann ausgesucht als Standort für dieses große Ammoniakwerk. Das ist dann aus dem Boden gestampft worden, 1916. Und ist eigentlich nie richtig fertiggestellt worden, wurde immer weiter dran gearbeitet und war dann eine der größten Ammoniakproduktionen überhaupt. Das ist nach dem Weltkrieg nicht eingestellt worden, die Produktion, weil man das Ammoniak eben auch für Düngemittel gebrauchen kann. Also das wurde dann als Düngemittel weiter verwertet. Zu diesem Kriegshilfsgesetz gehört, dass man natürlich auch Arbeitskräfte dann hierher schaffen musste. Hier in Dasbych und umgegend wurde ein großes Arbeiterbarackenlager errichtet. Das wurde also alles schnell sozusagen und hingestellt. Und es wurden immer mehr Arbeitskräfte zwangsverpflichtet. Es war also keine freie Arbeitswahl. Man wurde gesagt, dann musst du da arbeiten. Und es ging auch bis zu 12-Stunden-Schichten und so weiter. Die wurden also zwangsverpflichtet und waren in diesen Barackenlagern. Wie viele Menschen haben gearbeitet in Leunawerken? Gibt es unterschiedliche Beurteilungen. Es kommt darauf an, es sind ja noch ein paar Außenwerke, die dazu zählen. Aber man kann sagen, etwas mehr als 20.000 Personen haben dann in diesem riesigen Werk gearbeitet. Das waren
großer Komplex, über 2 Kilometer lang, das sehen wir ja nachher noch. Und es war klar, also nach dem Ersten Weltkrieg, wie gesagt, ging diese Produktion dann weiter, weil es dann als Düngemittel eingesetzt, also als Zutat zu Düngemittel eingesetzt worden ist, stand da für Düngemittel. Dann kamen nochmal neue Bevölkerungsteile hinzu, weil es da Leute, die also da aus Elsaß-Lothringen und anderen Gebieten, die also dann nicht mehr zu Deutschland gehörten, da ausgewiesen waren, sich hier ansiedelten, sodass also die Bevölkerung, die dann hier zum großen Teil lebte, keine Bevölkerung war, die hier verankert war mit, also aus Tradition und so weiter, und das waren alles junge Leute, die also hier erst sozusagen wenige Jahre aktiv waren. Das sollte man vielleicht dazu wissen. Zu den Leunawerken speziell war es so, dass die KAPD gesagt hat, Leunawerke in Mitteldeutschland sind wichtig, da wollen wir irgendwie eine Rolle spielen. Und sie haben Franz-Peter Utzelmann, Kampfname Kempin, gezielt hierher geschickt oder ist bewusst hierher gegangen und wollte im Werk eine KAPD-Zelle aufbauen. Und es gab dann auch einen Streik, es ging da um die 5-Tage-Woche. Und in diesem Streik, das war eine Maximalforderung, die die KAPD gestellt hat. Sie wollten das also sofort durchsetzen. Und die KPD, die auch im Betriebsrat ein paar Leute hatte, war da ein bisschen vorsichtiger. Aber zur Überraschung aller Leute hat sich die KAPD durchgesetzt und hat diesen Streik geführt. Und die Geschäftsleitung hat sich darauf eingelassen. Das war ein großer Sieg. Und das war konkret für die Arbeiter und Arbeiterinnen natürlich eine Sache konkret, die ihre Situation verbessert hat. Und deswegen hatte die KAPD im Leunawerk über den Utzelmann, war das eine große Nummer, also war angesehen eigentlich als die KAPD, weil sie diesen Streik geführt hat. Ansonsten vielleicht noch kurz zur Situation Leunawerk. Ihr sagt, diese vielen Arbeiter, das Barackenlager. Und es war durchaus so, dass die Arbeiterschaft da eine Macht hatte und die KAPD auch eine Macht hatte. Es gab ja diese Abkürzung Leuna in linken Kreisen, Lohn empfangen und nicht arbeiten hieß das. Und man hat also versucht, weil es ja so viele Leute waren, dann natürlich auch ein bisschen was in eigener Regie zu machen. Es war eine Notzeit, es wurden auch so ein paar Sachen immer rausgeklaut und so, das ist klar. Es gab da auch Stress. Und wenn man jetzt, es gibt ja diese Akten von den Leunawerken noch, die hatten eigenen Werkschutz natürlich, der an den Werksausgängen auch die Leute kontrolliert hat. Und ihr kennt ja sicherlich den Spruch, jeder hat eine Adresse und so weiter. Und diese Werksschutzleute waren natürlich auch den linken Aktivisten bekannt. Und einige von denen wurden auch einige Male, wie soll ich sagen, besucht und auseinandergenommen, sodass sie sich teilweise gar nicht mehr trauten, die zu kommen. Also war schon von beiden Seiten guter Beef da in dieser Zeit, Klassenkampf sozusagen mit der Faust ausgeführt. Aber das, wie gesagt, war dieses Werk, es hatte mit diesem speziellen, dieses gigantische Werk, mit diesen unglaublich vielen Arbeiter, ist natürlich eine Welt für sich. Zurück nochmal kurz zu dem Aufstand, der dann also losbrechen sollte, es war kurz vor Ostern. Die Polizei hatte den Auftrag, nach Mitteldeutschland hineinzumarschieren, im Bereich Halle-Merseburg Durchsuchungen vorzunehmen, Waffen, die auch noch aus der Zeit des Kapp-Putsches im Umlauf waren, zu beschlagnahmen und Diebesgut einzusammeln. Das war so im Großen und Ganzen. Man hatte den Auftrag, zurückhaltend zu sein. Man hat die Polizisten auch danach ausgesucht, hat von vornherein gesagt, keine Reichswehr, sondern Polizei. Karl Severin, das war der preußische Innenminister von der SPD, hatte da Wert drauf gelegt, das System Severin spricht man auch davon, also mit Polizei das zu machen. Ausgesuchte Hundertschaften, eher ältere Beamte, die sich auch strikten Befehl hatten, zurückzuhalten. Man ist einmarschiert, hat die Schulen vorher, war ja Osterferien dann über Ostern für die Polizisten da reserviert gehabt und die haben sich auch wirklich erst zurückgehalten. Die KPD hat sofort zum Streik aufgerufen und hat dann die Zeiten des Kapp-Putsches sozusagen wieder beschworen, die Reaktion marschiert und so weiter. Aber es zeigte sich, es ist eine begrenzte Aktion auf dieses Gebiet. Und die Polizei hielt sich eben zurück. Sie ging nicht in die Betriebe und es gab auch erst keine Durchsuchungen, sondern die waren erstmal nur da. So dass es jetzt keine direkten Konfrontationen gegeben hat. Man hat dann aber zum Generalstreik aufgerufen. Das war von daher auch günstig, weil ja Ostern war, da wurde eh nicht gearbeitet. Das suggeriert ja gleich, dass es eine große Streikbewegung im Gange war. Aber es war relativ schwierig, weil sich SPD, USPD, Allgemeiner Gewerkschaftsbund gegen diese Bewegung gerichtet haben. Sie haben in Halle eine Kommission gegründet
und haben Flugblätter gedruckt und so weiter und haben aufgerufen, auf keinen Fall einen Streik. Es wäre eine Polizeiaktion, die sich gegen Linksradikale richtet und man sollte auf keinen Fall an irgendetwas teilnehmen. Es gibt also eine ganz klare Gegenstimme und so ist auch in Halle, hat es ein paar Streiksachen gegeben, aber das blieb also im Wesentlichen ruhig. Auch in Leipzig, in den ganzen Städten rundherum ging es nicht los mit dem Streik. Und bewaffneter Aufstand, da war auch nicht dran zu denken. Es waren ein paar Gruben, da machen sie mit ein paar Betriebe, da ging es los. Im Leunawerk wurde diskutiert. Also ein bisschen Streik begann, aber es war eben nicht die große Streikbewegung. Und vom bewaffneten Aufstand war auch nichts zu sehen. Und wie macht man jetzt einen bewaffneten Aufstand? Da braucht man einen, der das voranführt. Und da kann man sagen, beim mitteldeutschen Aufstand hat dieser Aufstand einen Namen, Max Hölz. Max Hölz hatte schon im Vogtland zur Zeit des Kapp-Putsches sich einen gewissen Namen Ruf erarbeitet, war seitdem illegal unterwegs, lebte in Berlin, ein paar Bombenanschläge durchgeführt, es gab ein paar Banküberfälle und so weiter. Von sowas lebte man eben als KAPD-Aktivist. Und der ist dann mit einer Gruppe von 5 Genossen, also praktisch eine Art kleiner Generalstab, in die Gegend gefahren nach Eisleben, ist da, kannte da noch irgendwie ein Waffenlager aus der Zeit des Kapp-Putsches, das war irgendwie bekannt, und hat dann im Grunde genommen mit seinen Leuten dafür gesorgt, dass dieser Aufstand in die Gänge kam. Es ist eine Polizeiabteilung in so einem Hinterhalt aufgelauert, dann haben sie auf die geschossen, da gab es ein paar Tote und hat sich das sozusagen entwickelt. Gleichzeitig gab es aber auch noch andere Leute, die eine Rolle spielten, wie gesagt, der Utzelmann, der auch von der KAPD war, der hier dann im Leunawerk der Kampfkommandant war. Ich hatte gesagt, das sind alles junge Leute. Max Hölz war damals 31 Jahre, Utzelmann war 24 Jahre. Der war im Ersten Weltkrieg bei der Marine gewesen, war in Berlin bei der Novemberrevolution mit der Volksmarinedivision, war dann bei der KAPD und hier war er dann der Kampfkommandant von Leuna. Ich sage das ein bisschen lächelnd, weil er wurde ja beschrieben in den Medien, der rote Ludendorff, und hier wären 12.000 bewaffnete Arbeiter und was alles erzählt wurde. Tatsächlich ist es so, die haben abgestimmt, haben gesagt, wir machen den Streik mit, und es sind die meisten Leute sind abgehauen einfach. Also sie haben gesagt, Streik, dann arbeiten wir nicht, wir hauen ab. 2.000 Arbeiter sind ungefähr verblieben im Werk, und man sagt, dass vielleicht 1.200, also es gibt eine Liste von 800 Leuten, die dann aufgestellt worden sind, die sich aufgestellt haben in solchen Kampfeinheiten. Also das waren ein paar hundert. Und das Problem war, dass sie keine Waffen hatten. Es gab da ein paar Werkschutzgeschichten und so, aber richtig konnten, also haben dann, Utzelmann hat so richtig Paraden dann abgenommen. Da waren auch Korrespondenten, ausländische Korrespondenten aus New York. Einer, der beschreibt dann, dass einige Leute da ihre Waffen mit einem Bindfaden über die Schulter sahen und so. Also das war war mehr Propaganda, als es als tatsächlich dahinter war, aber er war eben der Kommandant und hat hier eben gewerkelt. Das Problem ist, dass all diese Leute, wie es für heutige Menschen noch viel typischer ist, egoman waren. Also keiner hat Befehle von irgendwem anders übernommen. Also Max Hölz war maßgeblich Max Hölz, der hat sich von niemandem reinreden lassen. Utzelmann war maßgeblich Utzelmann, der hat sich auch von niemandem reinreden lassen. Also wenn die kooperiert hätten, irgendwie in irgendeiner Art und Weise, hätte man vielleicht noch ein bisschen was erreichen können, aber so hat jeder im Grunde genommen auf seine Karte gespielt. Hölz hat gesagt, das Leunawerk ist sowieso eine Mausefalle, wer einmal drin ist, kommt nicht mehr raus, womit er eigentlich auch recht hatte. Utzelmann hat wiederum gesagt, den Hölz will er da nicht unterstützen, hat dann nur so ein paar kleinere Angebote gemacht, aber ernsthaft war das nicht. Also die haben nicht aufeinander, die haben nicht miteinander gearbeitet. Und Karl Plättner ist dann noch durch die Gegend gezogen, hat versucht, den Aufstand zu befördern und so weiter. Es gibt da so ein paar Leute, die da sich eingesetzt haben, aber jeder im Grunde genommen für sich, und es ging dann irgendwie ein bisschen chaotisch sozusagen an verschiedenen Stellen los. Leunawerk ist jedenfalls bedeutend gewesen. Vielleicht sage ich das jetzt auch noch, um nicht jetzt total auszuschweifen, Leunawerk ist ja dann auch noch berüchtigt geworden, vor allen Dingen, oder berühmt geworden zu DDR-Zeiten, der Panzerzug von Leuna. In den Leunawerken gab es Betriebsbahnen, weil das ja so ein Riesengelände waren. Also Betriebsbahnen sind kleine Lokomotiven. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ein paar Leute müssen das im Krieg mitbekommen haben, dass sie eine von diesen Werkslokomotiven haben sie dann so mit Panzerplatten ausgestattet, wie so ein Panzerzug ist. Dass der tatsächlich gefahren ist, dafür gibt es keinen Beweis, aber man hat diesen Panzerzug später, als das Werk erobert worden ist, hat man den dann gefunden. Zu DDR-Zeiten gab es dann Literatur, da ist er dann gefahren, gab es keinen Zweifel, und vielleicht kennen das einige von euch, und Halle hat man dann ja auch so eine Replik
aufgestellt in Halle Neustadt von dem Panzerzug, der hier gefahren sein soll. Der ist dann abgebaut worden nach der Wende. Die Lokomotive ist im Magdeburg, glaube ich, im Lokomotivenmuseum zu sehen. Und ansonsten ist das abgebaut. Das nur also so eine Nebenbeigeschichte, weil wir uns vor allen Dingen um Leuna noch einige Informationen ist. Das ist unsicher, ob das Ding überhaupt gefahren ist. Sonst hätte auch keine großartige Bewandtnis. Vielleicht nur so zwischengeschoben, weil Bernd jetzt Eisleben erwähnt hat. Ist vielleicht ganz gut, sich das nochmal klar zu machen. Also wir sind jetzt hier sozusagen in Leuna. Also das ist hier eine von den kleineren Ortschaften, die zu Leuna dazugehören. Und sozusagen Leuna war als Chemiewerk Zentrum mit des Aufstandes. Aber diese Aufstandsbewegung erstreckte sich ja dann vor allen Dingen über das Mansfelder Land mit so Städten eben wie Eisleben. Und da ist ja sozusagen die Hauptproduktion war da halt sozusagen der Bergbau, also härteste Untertagearbeit. Und die Leute, die da im Bergbau gearbeitet haben, waren oftmals so lebensweltlich eigentlich noch von ihrer bäuerlichen Herkunft geprägt. Und da gab es sozusagen ähnliche Auseinandersetzungen wie in Leuna auch, also sozusagen in diesen Untertagebauern. Wer kontrolliert mich, wenn ich in den Schacht reingehe oder kontrolliert mich, wenn ich wieder rausgehe? Was hat der Werkschutz überhaupt zu sagen? Wie können wir uns zusammen auch wehren, wenn wir zum Beispiel irgendwas mitnehmen wollen aus dem Betrieb und so weiter? Das sind Auseinandersetzungen, die da die ganze Zeit auch stattgefunden haben. Und das ist sozusagen ein Potenzial, auch unabhängig davon, was jetzt so sozusagen solche Köpfe wie Max Hölz oder so machen wollten oder was Parteilinie gewesen ist. Dieser Polizeieinsatz hat bedeutet, dass diese Auseinandersetzung sich halt verschärft. Also wenn sowieso die Auseinandersetzung ist, werde ich von einem Werkschutz bewacht und was hat der für Befugnisse mir gegenüber? Und dann kommt sozusagen eine Polizei und besetzt ganze Ortschaften, dann heißt das auch sozusagen, ich arbeite unter polizeilicher Bewachung quasi. Und das hat für eine enorme Empörung in vielen Teilen der Arbeiterschaft halt irgendwie gesorgt und war sozusagen auch mit Teil der Triebkraft dieses Aufstandes im Grunde. Ja, ganz kurz noch zu der Frauenfrage. Ich hatte sie ja vorhin mal angesprochen. Das ist ja sehr eindringlich von Max Hölz persönlich beschrieben worden. Er kommt da nach Eisleben und dann sind die immer so im großen Gebäude, Schützenhaus oder ich weiß jetzt nicht genau, was ist das Gebäude, wo die meisten Leute reinpassen. Ein paar hundert Leute sind versammelt. Er kommt da an mit seinen fünf Genossen und die sind schon am Auflösen da der Veranstaltung. Er rast wieder rein, er hat was Wichtiges zu sagen. Alle laufen in den Raum, er stellt sich dahin, fängt an zu reden. Und das Erste, was er sagt, alle Frauen raus. Und dann gibt es ein riesiges Tohuwabohu in dem Raum, ne, warum hier alle Frauen raus und so. Aber die Frauen gehen dann raus, weil Militär ist Männersache und so weiter. Und wir wollen jetzt hier militärische Sachen besprechen, da haben Frauen nichts zu suchen. Und diese Mentalität, die ist damals weit verbreitet. Deswegen gibt es im mitteldeutschen Aufstand unter den Kämpfern, das sind alles junge Männer meistens, weil man damals eben auch diesen Krieg und diese ganzen Sachen diese Mentalität hat. Das wollte ich nochmal betonen. Also wenn man etwas schreibt über die über mitteldeutschen Aufstand, muss man das nicht unbedingt gendern, weil das ist tatsächlich so, dass im Kaputsch haben wir es jetzt gesehen, gibt es durchaus auch, hier und da mal eine Frau, aber beim mitteldeutschen Aufstand, militärische Organisationen und so weiter, die sind so drauf. Ja, zur Niederschlagung, hier können wir ja dann nochmal an den einzelnen Stellen was sagen. Es ist so, dass kurz vor dem entscheidenden Angriff die meisten Leute aus dem Leunawerk heraus fliehen, Utzelmann selber auch. Und es wird dann eigentlich nur von so ein paar Versprengten und einigen, die es nicht mitbekommen haben und so weiter, wird dann die Verteidigung übernommen. Also kann man eigentlich gar nicht von der Verteidigung reden. Die werden dann zusammengeschossen, kann man sagen. Und im Umfeld vom Leunawerk sind dann überall so einzelne Gräber noch erhalten, wo eben da so Gefallene liegen. Und diese Gräber sind zum Unterschied zu dem, wo wir eben waren, eben nicht von der Stadtverwaltung dahingestellt worden, weil es ja Kommunisten waren, Linksradikale, die wollte man eigentlich gar nicht so erhalten. Die gab es dann hat sich die KPD, die im Landtag war und so weiter, dafür eingesetzt. Und dann sind diese Grabsteine, die sind alle immer, das ist immer identisch, der Grabstein. Für alle diese Gräber ist dann in den 20er Jahren von der KPD hingestellt worden. Das waren lange Auseinandersetzungen mit den Verwaltungen und so. Das können wir aber nachher vielleicht nochmal gucken. Wir können mal zu einem gehen jetzt. Ja. Genau, was man hier vielleicht so ganz gut sieht, also sozusagen, also Leuna ist ja sozusagen 1916 angefangen worden zu bauen und sozusagen in den Jahren danach sozusagen wurden hier so Arbeitersiedlungen halt irgendwie auch gebaut und das aber sozusagen rundherum um diese kleinen Ortschaften, die es halt vorher schon gab, weshalb man dann hier zum Beispiel so einen kleinen Kirchfriedhof findet und da ist einer von den Grabsteinen. Ja, das hier ist eine von diesen Grabstätten. Es gibt
in der Umgebung hier auf den alten Friedhöfen eine ganze Reihe davon. Wir wollen auch jetzt nicht jeden mit euch abfahren, sondern nur exemplarisch zwei uns angucken. Es gibt, wie gesagt, überall verteilt die. Sind in den 20er Jahren hingestellt worden mit so einem weißen Stein. Der ist schon stark verwittert. Hier in dieser Verzierung könnt ihr das sehen. Das war im Grunde genommen, war hier so ein Ehrenkranz, da standen die Namen da drauf. Dieser Stein wurde schon mal erneuert. Und diese Platte hier ist zu DDR-Zeiten schon hingehängt worden, weil eben man die Namen nicht mehr lesen konnte. Es gab aber Steine, die erheblich besser erhalten sind. Wenn man sich die alle im Einzelnen anguckt, kann man auch das Aussehen ungefähr so rekonstruieren. Wie gesagt, das sind alle gleich gewesen. Und 2011 hat man diese Platten mit Metall, also wo man es nicht mehr lesen konnte, fast überall mit Metallplatten ersetzt, sodass man also wieder die Namen lesen kann. Das werden wir irgendwie nachher nochmal uns angucken. Dass normale Arbeiter einen Grabstein hatten, war zu dieser Zeit gar nicht üblich, weil die Leute viel zu arm waren. Ist nicht so gewesen, dass sich da jeder einen Grabstein leisten kann. Also normalerweise hat man die Leute bestattet und dann war nach ein paar Jahren eben Schwamm drüber. Es gab da keinerlei Geschichten. Das ist, wie gesagt, von der KPD unternommen worden. Zum Werk selber, wenn wir jetzt vom Werkstor stehen, komme ich lieber hier im schattigen Bereich. Ich hatte ja gesagt, dass da ein paar hundert Bewaffnete sich aufhielten. Die Polizei hat einen Ring um das Werk gezogen, das eingekesselt. Und Max Hölz hatte vor, nach Halle vorzudringen. In Ammendorf gab es damals ein Munitionsdepot. Das wollte er in Besitz nehmen und wollte dann mit mit der Bewaffnung der Ausrüstung dann nach Halle vorrücken. Dazu braucht er Unterstützung aus dem Leunawerk. Deswegen hat er den Bowitzki, das war einer von denen, die da auch beim Aufstand beteiligt waren, dahin geschickt. Und der Utzelmann hat aber gesagt, ich schicke euch 1000 Schuss Munition und aber keine Leute und so weiter. Der ist also da im Werk geblieben. Der entscheidende Angriff von Max Hölz auf Ammendorf bzw. Halle ist dann gescheitert, zusammengeschossen worden. Dazu kann ich aber vielleicht nachher noch was sagen, wenn wir in Ammendorf sind. Und nachdem dieser Angriff gescheitert war, war eigentlich das Aufstandsgeschehen auch, also wenn es nicht schon vorher, von vornherein sozusagen verloren war, da war es dann verloren. Das Werk war eingekreist und dann gab es eine Besprechung abends am 30. April und dann haben sie überlegt, was machen wir jetzt und abgestimmt. Und dann hat sich eine große Gruppe von über 300 Leute, auch mit den Knarren in der Hand, gesagt, wir versuchen uns jetzt noch abzusetzen und über wegzukommen. Und das haben sie auch gemacht und da war auch Utzelmann dabei. Diese Gruppe hat sich dann nochmal geteilt in zwei Gruppen. Das ist nachher noch wichtig, weil es eine ist Richtung Unstruttal, eine ist Richtung Leipzig. Da ist dann auch Utzelmann später verhaftet worden. Und im Werk zurück blieben ein paar Leute, die früher im Betriebsrat waren. Ein paar Leute hatten es tatsächlich nicht mitgekriegt wohl, die irgendwo hier in der Peripherie sich verschanzt hatten. So dass man da keine genauen Zahlenangaben hat, aber es waren auf keinen Fall mehr viel mehr als 200 Leute drin. Der Betriebsrat hat dann gesagt, es hat jetzt überhaupt gar keinen Zweck mehr. Wir nehmen Kontakt mit der Polizei auf und übergeben das Werk friedlich. Die Polizei ihrerseits hatte aber keine Lust mehr auf friedliche Übergabe und hat gesagt, nee, also haben sich auf keinerlei Verhandlungen eingelassen, haben dann ein paar Geschütze da aufgefahren, haben das Werkstor eingeschossen und haben das dann mit Hurra sozusagen eingenommen. Und die paar Leute, die da noch waren, haben teilweise auch hier und da einzelnen Widerstand geleistet, so dass dann ein Polizist auch erschossen worden ist bei der Einnahme und ein oder zwei verletzt, also ganz recht geringe auch Tote. Aber es gibt da verschiedene Angaben, zwischen 50 und 70 Arbeiter dann erschossen worden auf dem Gelände und teilweise eben auch auf der Flucht. Wir sind hier eben an der Saale vorbei, da steht also immer wieder in den Berichten, dass man einige versucht haben, über die Saale zu schwimmen und dabei ein paar ertrunken sind. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass es da ein paar extrem schlechte Schwimmer gegeben hat, weil so doll fand ich die Saale jetzt nicht. Und dann bin ich drauf gestoßen, hat der Max Lademann geschrieben bei der Auseinandersetzung über die Aufstellung des Denkmals, dass es da Leute gegeben hat, die wohl Leute auch erschlagen haben, die über die Saale geschwommen sind. Also Reaktionäre, die nach dem Zusammenbruch von dem Aufstand
da auch so tätig gewesen ist. Das sind dann nicht nur Leute gewesen, die also für den Aufstand waren, wollte ich nur sagen. Ja, und Max Hölz war nach der Zerschlagung sozusagen dieser Leunawerke, gab es noch Max Hölz, der unterwegs war, aber auch nur noch 2 Tage. Der ist dann im Gut Besenstedt gestellt worden bei Halle in der Nähe und ist dann seine Gruppe zerschlagen worden, auch so umsingelt, und dann ist er später in Berlin verhaftet worden. Da kann man nachher auch vielleicht auch noch was zu sagen. Und dann gibt es noch eine Kampfgruppe Bowitzki, die dann in Richtung Wir abgehauen ist und im Bachrad zusammengeschossen wurde. Die Gruppe Bowitzki, die will ich nachher noch mal was speziell darauf eingehen, die aus den Leunawerken sich abgesetzt hat, weil es also in dieser Geschichte sich sehr viel zusammenfindet. Aber das will ich jetzt nicht hier zum Thema machen, das wird doch ein bisschen weit. Ja, ich denke, jetzt geht's zum Bergstor. Von der Dorfkirche in Rössen fahren wir mit den Rädern auf die große Friedrich-Ebert-Straße und befinden uns nun in Leunastadt. Über die Magdeburger Straße und die Walter-Bauer-Straße kommen wir dann endlich zum Corpus Delicti, zum großen Bergstor-Haupteingang der Leunawerke. Ich würde an der Stelle ein Gedicht vortragen. Ich sage aber erst danach ein bisschen was zu dem Hintergrund von dem Gedicht. Und das heißt Wort durch Radio. Wer jetzt hier lauscht, wer du bist, der den Hörer an die Ohren legt oder den Lautsprecher einstellt, wer mich vernimmt, neugierig oder weil er Zeit hat zu hören, wer mich vernimmt in Deutschland, in den Ländern der Erde, um bald zu vergessen, was ich gesagt habe, beim Abendbrot alles zu vergessen, dies ist die Stimme aus den Werken der Welt. Halblaut, verkommen im Ozean der Werkverlassenheit, ertrunken. Das Wort aus den Stahlwerken von Pittsburgh klingt wie das Wort aus den Kohlengruben von Charleroi, wie das Wort aus den Schwefelgruben von Messina, wie meine halblaute Stimme aus dem Leunawerk. Meine Stimme hatte eins zu tun mit dem heitern Schulweg und dem Ranzen auf dem kleinen Rücken, mit dem Zelt, das wir aus Tüchern unserer Mütter auf den großen Plätzen bauten, und wir jagten Büffel in der kindlichen weiten Prärie. Du, der es hört, Mensch aller Welt, trugst du auch einen Ranzen auf deinem Rücken, fuhrst du auch im halblecken Kahn auf dem grünen Fluss übers Wehr. Du wunderbare, längst gestorbene Kindheit. Erst ging sie dahin, und wir wussten es nicht, dann wurde sie noch einmal erschlagen im Werk. Hörst du noch? Hast dich nicht abgewendet? Meine Stimme hat es aufgegeben, von dem zarten, kleinen Menschen W.B. zu sprechen. Sie spricht mit unaufdringlicher Innigkeit von deinem proletarischen Bruder. Ich gebe dir jetzt Bericht von meinem Leben, von dem Aufstehen früh oder wann immer Zeit zur Schicht ist, von der schmalen Tür der Kontrolle und der abgetretenen Treppe. Jetzt sind wir da, jetzt sterben wir den ganzen Tag. Und wer Nachtschicht hat, stirbt die Nacht. Die Maschinen schreien und es ist so still. Die Stimme der Motoren verwandelt sich in die Werkseinsamkeit. O der Himmel am Morgen und die Finsternis der Nacht. Ich will zu dir sprechen, von dem Genossen Tod unter uns, immer dicht neben mir, von meiner Heimkehr heim in mein Zimmer. Ich sehe das Krankenauto fahren, ich sehe den Meister gehen, die Schornsteine wehen, die Hämmer schlagen, die Gebläse, die Sirenen, die Urwaldstimmen. Genug, ich bin gehetzt. Hörst du mich noch einen Augenblick, deinen Kameraden? Meine Stimme wird bald verlöschen. Glaube nicht, dass du dich auf sie besinnen wirst oder nur auf einen zärtlichen Nachklang. Wenn morgen man bleich mich aufhebt aus dem Schnee meines Schmerzes und es wird jemand sagen, Tod,
wenn leer mein Zimmer stehen wird, wenn du die Zeitung aufschlägst und liest von einem Unglücksfall im Leunawerk. Wer fragt, tat dieser Sturz weh? Du erinnerst dich meiner noch doch nicht mehr, der starb, der schnell in schmerzlichem Fall verging, war dein unbekannter Zeitgenosse W.B. Dieser unbekannte Zeitgenosse W.B. ist dann doch nicht ganz unbekannt geblieben. Zumindest heißt die Straße, auf der wir jetzt hier zum Leuna Haupttor gekommen sind, nach diesem W.B. ist nämlich die Walter-Bauer-Straße, auf der wir gefahren sind. Ein Dichter, der aus Merseburg tatsächlich selber kommt und der 1930 diese Gedichtsammlung herausgebracht hat, Stimme aus dem Leunawerk. Das war jemand, also der schon auch eher sozusagen aus einer Mittelschicht kommt, ist Lehrer gewesen, hat aber sozusagen immer wieder Hilfsarbeiten sozusagen oder Gelegenheitsarbeiten im Leunawerk und in anderen Fabriken hier in der Gegend gemacht. War so ein linkshumanistischer Schriftsteller und dieses Buch Stimme aus dem Leunawerk ist 1930 im Malik Verlag erschienen, also von der Verlag von Wieland Herzfelde, wo sozusagen tatsächlich linksradikale Künstlerinnen, Avantgarde, Kunstavantgarde zusammengekommen ist. Eine ganz interessante Mischung und interessant, dass eben diese Gedichtsammlung auch dann dort erschienen ist. Ja, der ist sozusagen jemand gewesen, der sich dann unter dem Nationalsozialismus relativ bedeckt gehalten hat, eher unpolitisch geworden ist, auch veröffentlichen konnte, unter dem Nationalsozialismus eingezogen worden ist, in verschiedenen Ländern als einfacher Soldat gekämpft hat, der sich dann sozusagen in der Nachkriegszeit mit den Verhältnissen in Westdeutschland, wo er dann gewesen ist, also er ist nicht in die DDR gegangen, der sich da aber auch nicht so recht mit den Verhältnissen anfreunden konnte und dann nach Kanada gegangen ist, weshalb sozusagen auf dieser kleinen Infotafel, die bei der Walter-Bauer-Straße zu lesen ist, halt eben zu lesen ist, dass er in Toronto dann gestorben ist. Wenn das mal jemand in die Hände bekommt, ich glaube, das ist auch so ein Büchlein, was irgendwie so in so Umsonstkisten man relativ häufig findet. Es sind sozusagen auch noch einige mehr Gedichte sozusagen, die ja so einen Arbeitsalltag beschreiben und eben die Werke beschreiben, das Leunawerk beschreiben, Arbeitsverhältnisse beschreiben. Genau. Das war so ein bisschen die literarische Einlage. Vielleicht, ich hatte jetzt ja schon über die Einnahme vom Leunawerk einiges gesagt. Wie es dann weitergegangen ist, erstmal mit dem Werk selbst. Nach der Niederschlagung des Aufstandes wurden sämtliche Werksangehörigen entlassen und neu eingestellt. Neu eingestellt wurden natürlich die Facharbeiter und so weiter, die man so brauchte, aber an Arbeiter, die unter 25 Jahren waren, 25 oder 28, eins von diesen beiden, wurden grundsätzlich nicht eingestellt. Weil von diesen jungen Arbeitern die Revolte ausgegangen war, weil die Masse der bewaffneten Kämpfer gestellt haben, hat man die Jungen, gab es richtig so eine Vorgabe, die werden hier nicht eingestellt. Das finde ich nochmal interessantes Detail. Das Leunawerk selber hat ja dann seine, wenn man so sagen will, große Karriere zur NS-Zeit begonnen, weil dann ja hier dieses Deutschland hat ja keine Erdölreserven, wurde hier synthetisches Benzin hergestellt, da wurde das dann doch entsprechend ausgeweitet und das ist dann auch der Grund für Bombenangriffe, die hier drauf gelaufen sind und so weiter gewesen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier weiter synthetischer Kraftstoff hergestellt, war das größte Chemiewerk in der DDR und hieß dann auch Walter-Ulbricht-Werk. Ja, Walter-Ulbricht-Werk, Leuna, Walter-Ulbricht-Werk. Und das sollte man vielleicht auch zum Abschluss noch dazu sagen, dass hier auch am 17. Juni 1953 beim Volksaufstand gab es noch Leute, die also aus dieser 20er Jahre hier noch arbeiteten. So letzte Relikte von Menschen, die meinten, die DDR wäre ein neues sozialistisches Experiment und sich da voll eingebracht haben, dann enttäuscht waren und dann ja, einige Sachen durchsetzen wollten und die wurden dann also hier mit dem 17. Juni 1953 wurden so die letzten Überbleibsel aus dieser Zeit im Grunde genommen zerschlagen. Ja, und dann wurde das Leunawerk an sich zerschlagen, nämlich nach der Wende. Da ist ja diese komische Geschichte gewesen mit der Treuhand und der Elf Aquitaine, dieser französischen Firma, die dann hier so Sachen aufgekauft hat, aber das ist wiederum so eine Geschichte für sich.
Heute haben sie hier haben wir dieses Werk zu erhalten. Es gibt natürlich auch dieses große Betriebsgelände noch. Viele von den alten Anlagen wurden mittlerweile abgerissen, aber es ist immer noch eine sehr beachtliche Anlage. Und von daher kommen wir ja nochmal daran vorbei. Ja, genau, das kann man vielleicht sagen. Ursprünglich war das ja BASF, also das war sozusagen ein großer Chemiekonzern, der das Werk betrieben hat. Dann in der DDR natürlich verstaatlicht. Und sozusagen inzwischen ist es halt so eher so eine dezentrale Betriebsstruktur. Das heißt, es gibt sozusagen mehrere Konzerne, die dieses Gelände nutzen. Und es gibt sozusagen wie so ein Dachverband, der heißt auch irgendwie Leuna Logistics oder so. Also wo schon sozusagen klar ist, das ist nicht mehr ein großer Konzern, sondern eher so eine zergliederte Struktur. Ja, was ist aus den Leuten geworden, die diesen Aufstand geführt haben? Vielleicht auch dazu noch etwas zu sagen. Uzelmann, hatte ich ja gesagt, wird in Leipzig dann verhaftet, wird auch ein Prozess gemacht und so weiter. Der ist später in der DDR. Ich weiß gar nicht, ob er SED-Mitglied ist. Ich glaube, jedenfalls bringt er sich ein. Er ist einer von denen, die jetzt an das neue sozialistische Experiment glauben und fährt da relativ schnell mit gegen die Wand. Und hat dann keine Möglichkeiten mehr, auch ökonomisch weiterzukommen und geht dann in den Westen. Ist in West-Berlin im SFB angestellt, also Senderfreies Berlin, die Radioanstalt da, und ist dann sozusagen im Westen tätig. Max Hölz wird verhaftet in Berlin, es wird ein Prozess gegen ihn gemacht, er sitzt eine Zeit lang im Knast, also ich fasse das jetzt kurz, und geht dann später in die Sowjetunion. Da wird er so ein bisschen rumgereicht als der deutsche Freiheitskämpfer und kommt aber ziemlich schnell mit der stalinistischen Regierungsform da in Konfrontation, will ich mal so sagen. Jedenfalls wird er dann mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit vom sowjetischen Geheimdienst ermordet. Es wird dann gesagt, er wäre ertrunken da, obwohl er ein guter Schwimmer war, und wird also mit Stiefeln an und so. Also ist mit ziemlicher Sicherheit ermordet worden, also von unter Stalinismus umgekommen. Karl Plättner, von dem ich schon einiges gesagt habe, der entkommt und baut dann, der sagt dann, dass wir den Aufstand verloren haben, liegt daran, dass wir zu wenig radikal waren. Wir müssen also noch radikaler werden. Das heißt, wir müssen die Radikalität an sich sein. Und er bringt dann diesen Spruch auf, enteignet die Enteigner. Das heißt im Marxistischen Expropriation der Expropriateure. Und gibt dann die Schrift raus, der rote Terror. Und da schreibt er eben rein, dass wir müssten jetzt kleine Zellen bilden und müssten die Besitzenden überfallen, müssten uns die Reichtümer dann nehmen, müssten das aufteilen und so weiter. So eine ganz wilde Idee. Und das setzt er dann auch um. Er hat dann eine Organisation, die er gründet, und zieht also auch in dieser Art und Weise durch die Lande. Das Interessante an Karl Plättner ist, dass er ein anderes Verhältnis hat zu Frauen, als die ich eben beschriebenen habe. Er hat nämlich eine Leibgarde, in Anführungszeichen, so Personenschützer würde man heute sagen. Das sind so 2-3 Frauen. Und da ist man damals, hat man das nicht so, ist das nicht so üblich. Und das gibt dann später, als er dann vor Gericht steht, noch entsprechende interessante Artikel, und der Fantasie des Kleinbürgertums sind da keine Grenzen gesetzt. Jedenfalls eine interessante Gestalt, Karl Plättner. Der wird dann natürlich auch verhaftet nach einigen seiner Enteignungsaktionen, kommt dann vor Gericht. Das ist ein sehr theatralischer Abgang. Es ist eine sehr interessante Gestalt auf alle Fälle, und der ist später dann im Knast mit dem Hirschfelder. Das ist so ein Sexualwissenschaftler. Und ist der Erste, der über die Sexualität von Strafgefangenen publiziert und so weiter. Also diese Sachen sind eigentlich nachher, was seine literarischen Sachen angeht, bedeutender als seine Revolutionsschriften. Zur Zeit des Nationalsozialismus ist er inaktiv, also ist jetzt nicht in der KPD oder so, lebt irgendwie in Leipzig und wird dann aber auch irgendwann im Laufe des Krieges, verhaften sie ihn dann doch. Und er durchlebt mehrere Konzentrationslager. Am Ende ist er in Auschwitz. Er lebt auch die Befreiung von Auschwitz, geht dann von Auschwitz, will dann zurück nach Leipzig. Da kommt er auch noch an, aber er ist so entkräftet, dass er dann dort verstirbt. Historisch gesehen wird er dann mehr oder weniger vergessen. Und erst in den 80er Jahren oder eigentlich erst in den 90er Jahren sind man sich seiner wieder, und dann gibt es auch mittlerweile ein Buch über ihn und so weiter.
Das ist also diese Geschichte. Abgesehen von diesen einzelnen Schicksalen, da kann man noch zwei, könnte man noch zwei, drei andere erzählen, muss man sich natürlich dann grundsätzlich die Frage nach Sinn und Unsinn dieses Aufstandes stellen. Die Ergebnisse jedenfalls sind, also es ist von vornherein klar, das hat keinen Zweck. Also warum soll man jetzt im mitteldeutschen Gebiet einen isolierten Aufstand führen? Wo soll das hinführen? Also das, wenn andere Landesteile oder irgendwo nicht mitmachen, ist das natürlich völliger Quatsch. Man versucht es eben, wie gesagt, trotzdem. Die Ergebnisse für die KPD sind niederschmetternd. Ich habe das mal rausgeschrieben. Der Mitgliederbestand der KPD sinkt nach dem Aufstand von 359.000 auf 180.000 Mitglieder. Es gibt 4.000 Verfahren gegen Leute, die an diesem Aufstand beteiligt sind. Da werden zwar dann 1.500 nur von verurteilt, aber immerhin. Also es ist ein Desaster im Grunde genommen für diese Partei. Es dauert Jahre, bis sie sich davon wieder erholt. Die KPD ist im Grunde genommen kaputt danach. Weil ihre Kader haben ja ihr Maximalprogramm versucht, 1:1 umzusetzen. Entweder sind sie tot oder auf der Flucht. Und die Partei, der Rest, der noch da ist, der spaltet sich dann in Atome sozusagen auf, geben einige zu den Anarchisten und hier und dahin. Die KPD gibt es im Grunde genommen danach nicht mehr. Also ist das Ergebnis dieser Niederlage für die radikale Linke ein total verheerendes. Und wie gesagt, es ist auch nicht gelungen, diesen Aufstand in irgendeiner Art und Weise weiterzubringen. Das ist sogar so, dass in der KPD, bei der Kommentaren, wird das natürlich auch besprochen. Lenin zieht die Offensivstrategie zurück. Paul Levy gibt ein Schriftstück raus, wieder den Putschismus, wo er also diese Sache kritisiert, öffentlich kritisiert. Er sagt, das ist eine hirnrissige Aktion gewesen und diese Offensivstrategie ist falsch und so weiter. Daraufhin wird er aus der KPD rausgeschmissen. Er gründet dann mit einigen Parlamentariern so eine kleine Gruppe im Reichstag und geht später zur SPD zurück. In der Kommentaren selber, Lenin wird natürlich nicht kritisiert, wird die Offensivstrategie zurückgezogen. Man sagt, das war falsch, die Niederlage ist eben eine Niederlage, es wird dann nicht weiter darüber geredet. Man geht jetzt zu einer neuen Strategie über, nach dem mitteldeutschen Aufstand zur Einheitsfront. Und die Einheitsfrontstrategie bleibt dann die maßgebliche Strategie der KPD die ganze Zeit bis zur Machtübertragung auf die Nationalsozialisten. Wobei im Einheitsfront nicht das heißt, was wir darunter verstehen, Einheit von verschiedenen Gruppen gleichberechtigt, sondern unter der Führung der KPD eben alle anderen, dass alle anderen unter der Führung der KPD mitmarschieren. Und dann versucht man eben, so eine Politik zu betreiben. Das sind sozusagen die politischen Geschichten, die hierbei rauskommen. Auf der linken Seite, vielleicht noch zur anderen Seite, sagt, dass natürlich der Staat stabilisiert ist. Severin, der Innenminister, der preußische Innenminister, hat sich mit seiner Polizeistrategie mehr oder weniger durchgesetzt und sitzt fest im Sattel. Und was wir nicht vergessen dürfen bei der ganzen Geschichte ist, dass wenig später im Mai 2021 die Rechten einen Riesenerfolg landen mit einer militanten bewaffneten Aktion, der also in der Gesellschaft eine viel größere Wirkung hat als der mitteldeutsche Aufstand. Es geht ja um den Annaberg, eine Gegend in Schlesien, die Oberschlesien, die zu Polen gehören soll. Und die erobern die einfach zurück gegen den Versailler Vertrag. Das ist eine andere Geschichte, aber die ist erfolgreich sozusagen, wenn man jetzt historisch das betrachtet, auch damals, was in den Medien sozusagen dann im Nachhinein ab Juni eine Rolle spielt, ist es nicht mehr der mitteldeutsche Aufstand, der im Grunde genommen dann als lokale Episode abgehakt wird. Ja, ich will euch aber jetzt hier nicht zutexten, ich rede eine ganze Menge. Das zu dem Fall hier, vielleicht habt ihr eventuell sogar mal eine Frage. Sonst müssen wir weiterziehen. Wort durch Radio. Wort durch Radio. Das Wort aus den Stahlwerken von Pittsburgh klingt wie das Wort aus den Kohlengruben von Charleroi. Wie das Wort aus den Schwefelgruben von Messina.
wie meine halblaute Stimme aus dem Leunawerk. Wort durch Radio. Kommen wir von den Folgen der mitteldeutschen Märzkämpfe zum Umgang mit den Toten dieser Kämpfe und der Erinnerung an sie. Dafür fahren wir zurück auf den Saaleradweg in Richtung Krollwitz, machen aber Halt in der kleinen Ortschaft Daspich. Hier befindet sich eine weitere Dorfkirche, auf deren kleinen Friedhof sich ebenfalls ein Gedenkstein der Märzgefallenen befindet. So, wenn alle beisammen sind, dann wollten wir hier kurz euch noch diesen Stein präsentieren. Also wir gehen, nächste Station ist dann der Höhepunkt, das große Denkmal, das hier nur noch mal als Beispiel genannt. Wir hatten das ja schon erwähnt, dass hier 2011 dann zum 90. Jahrestag wurden dann diese Platten auf den unleserlichen Steinen gesetzt. Es gibt auch ein, zwei, die hat man offensichtlich nicht gefunden, da sind die Platten nicht drauf, aber die meisten sehen jetzt also so aus. Und ihr seht ja, da unten ist verwittert noch zu sehen, wie das ursprünglich ausgesehen hat, sodass also die Steine wenigstens erhalten bleiben. Vielleicht nochmal was zu statistischen Zahlen, die ein bisschen was ausdrücken. Zumindest also offiziell wurden gezählt 145 Tote, also außerhalb des Leunawerkes bei diesem Aufstand von der Arbeiterschaft, und 37 Polizisten sind dabei ums Leben gekommen. Für die gab es auch einen Gedenkstein, der ist aber schon lange entsorgt sozusagen. Also es gibt jetzt nur noch hier jene davon. Zu DDR-Zeiten spielten dann die mitteldeutschen Kämpfe praktisch so als Gründungsmythos wieder eine sehr große Rolle, und da wurde das dann sehr aufgebauscht, muss man sagen. Wir fahren ja gleich zu diesem Stein, der eigentlich aus den 20er Jahren ist, wo dann diese Gedenkanlage drum errichtet worden ist und wo es dann eben, wie gesagt, große Aufmärsche dazu gegeben hat. Ist ja vielleicht bei der Gelegenheit sozusagen der Kontrapunkt zu dieser Aufbauschung zu DDR-Zeiten. Den sehe ich eben in dieser Gruppe Bowitzki, die aus dem Leunawerk abgehauen ist und die dann Richtung Unstruttal sich abgesetzt hat. Die wollten eigentlich weiterkommen nach Suhl. Da hatten sie sich überlegt, irgendwie an Waffen zu kommen. War also eine kleinere Gruppe. Das waren so 60, 70 Leute. Die kamen nach Wiehe, so ein kleiner Ort, haben dann ein Maschinengewehr auf das Dach vor einer Kirche gestellt. Das ist heute noch vermerkt in den lokalen Annalen. Das ist das große Ereignis gewesen. Und brauchten natürlich vor allen Dingen was zu essen und Munition und so weiter. Und dann haben sie gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie hier besorgen. Und dann haben sie den örtlichen Pfarrer, haben erstmal geguckt, ob sie den örtlichen Adligen da bekommen, aber der war irgendwie nicht da. Dann haben sie den Pfarrer genommen, haben ihn an einem Pulverfass angebunden und haben dann gesagt, wir brauchen jetzt 80.000 Reichsmark. Wenn nicht, dann geht's ab zum Chef mit dem Pfarrer. Der hat sie dann runtergehandelt, glaube ich, auf 20.000. Dann haben sie den nicht ab zum Chef geschickt, sondern wieder freigelassen. Und dann sind sie weitergezogen, weil aus Erfurt berittene Polizei unterwegs war. Und sind dann bis zu dem Ort Bacha gekommen. Das ist wirklich ein ganz kleines Örtchen, heute in Thüringen befindlich. Und da sind sie abends von der Polizei eingekreist worden. Und die Polizei hat sie dann am anderen Morgen zusammengeschossen. Und der Urenkel von dem Bowitzki hat mir das dann nochmal geschrieben. Das ist ein
Urgroßvater ihm das, also hätte er sogar auch die Röntgenaufnahme gesehen. Der hat sich dann hinter so einem Baum versucht, in Deckung zu bringen, hat die Polizei mit Maschinengewehr draufgeschossen, die Kugeln durch den Baum durch, aber so weit abgemildert, dass sie also in den Körper eingeschlagen sind, aber nicht durchgeschlagen sind. Der 7 Kugeln so im Körper, und der örtliche Pfarrer, mit dem man da ins Gespräch gekommen sind, der hat erzählt, dass er noch so alte Leute da kannte, die also hier so Narbe im Gesicht hatten, also von einem Schlag mit einem Spaten. Also das wurde schon hart, sie wurden schon hart zusammengehauen da. Es sind dann schriftlich überliefert, wie viele Leute dann da verhaftet worden sind. Und der jüngste Teilnehmer an dieser Truppe war, glaube ich, 14 Jahre alt. Aber das ist eine Ausnahme. Also die meisten waren immer Anfang 20, das kann man wirklich so sagen. Ja. Es ist aber nicht nur so, dass die Leute da auf Ablehnung gestoßen sind. Es gab auch ein paar, die das wohl gut fanden. Ein Jordan, hieß der, hat sich denen angeschlossen. Also zwei, drei Leute aus Wiehe haben sich dieser Truppe angeschlossen und sind dann in Bachra auch ums Leben gekommen. Deswegen gibt es in Bachra auf dem Friedhof eine Gedenkstätte, die ist zu DDR-Zeiten wieder hergerichtet worden, so, wo die eben diese, glaube 7 Leute sind da erschossen worden, wo die liegen, die in Bachra da ums Leben kamen. Aber diese 3 aus Wiehe sind dann dahin zurücktransportiert worden, weil das ja nicht sehr weit entfernt war. Und der Pfarrer hat mir das dann sehr, also es geht ja in diesem Buch da beschrieben, also niedergelegt, auch amtlich sozusagen, dass der Pfarrer dann die Beerdigung für diesen Jordan organisieren musste, weil der ja in der Kirche war. Und die musste von der Polizei geschützt werden, diese Beerdigung, weil die Leute so aufgebracht waren im Dorf. Wie gesagt, die waren ja vorher einmarschiert praktisch und haben gesagt, hier Lösegeld, was zu essen, dass sie das nicht zulassen wollten. Er ist dann aber da bestattet worden. Und Jahre später haben die Eltern von ihm einen Gedenkstein eben dahingestellt. Und neben ihm liegen nämlich diese beiden anderen noch, die beiden Arbeiter. Die haben aber nie einen Gedenkstein gekriegt, weil man, wie gesagt, zu dieser Zeit gar kein Geld dafür hat. Aber dieser Jordan muss von einer etwas wohlhabenden Familie, ist auch ein schöner Spruch drauf, so unser Sohn ist seinen Idealen folgend eben da ums Leben gekommen. Das Interessante ist, dass auf diesem alten Friedhof neben der Kirche, so ähnlich wie hier, nur dass die Kirche dann noch ein Dach hat, die ganze Zeit dieses Denkmal gestanden hat. Zu DDR-Zeiten hat sich nie einer drum gekümmert. Die DDR hat einen Sonder auf dem neuen Friedhof, so eine Sondergedenkstätte für die Toten des mitteldeutschen Aufstands. Das sind dann auch die, kennt ihr vielleicht, also typisch da gewesen, also es gibt diese Toten von diesem Aufstand, dann gibt es noch die Parteimitglieder, die und die später gestorben sind. Das gibt es ja auf jedem ehemaligen DDR-Friedhof. So, das haben sie da so eingerichtet und haben aber diesen alten Friedhof sozusagen gar nicht beachtet und da wurde auch nichts bezahlt. Der Pfarrer hat, der dann kam, also den ich weiß nicht, ob er noch lebt, er war damals dann schon außer Amt, also ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, so ein Rentnerpfarrer halt, den habe ich da zufällig getroffen. Und der hat das mir dann auch nochmal schriftlich zugekommen lassen. Er hat sich immer an die SED-Kreisleitung gewandt, die hat aber gesagt, wir haben mit dem Friedhof nichts zu tun, wir kümmern uns darum nicht, wir haben ja unsere Gedenkstätte auf dem neuen Friedhof. Und nach der Wende hat er sich gewandt an die Linkspartei, ob die da nicht was machen wollte, aber die haben das auch nicht gemacht, sodass dieses authentische Grab von diesem Jordan immer noch da ist, aber im Grunde genommen, also nicht, es steht nicht nur Denkmalschutz, es hat sich nie jemand drum gekümmert, es ist nicht wie dieses Denkmal hier, sondern das wird dann irgendwann mal umfallen und ist sozusagen erledigt. Das ist für mich so ein Gegenstück zu der Propaganda auf der einen Seite, dass die authentischen Orte sozusagen dann teilweise unterm Teppich fallen, weil der Spruch da drauf dann nicht genehm ist. Ja, das also dazu, und wenn ihr jetzt keine Fragen hättet, würden wir zum Höhepunkt kommen, oder? Der Höhepunkt wurde mehrfach angekündigt. Der Gedenkstein der Märzgefallenen in Krollwitz bei Leuna. Dafür verlassen wir den Saaleradweg und fahren die Dürrenberger Landstraße entlang, die uns nach Krollwitz führt. Kurz vor dem Ortseingang ist das Denkmal der Märzgefallenen ausgeschildert. Nach links auf den Feldweg. Dort findet sich der Gedenkstein, von einem kleinen Holzzaun umsäumt. Im Stein ist das Relief einer Rotfront-Kämpferfaust eingelassen und es ist zu lesen: den gefallenen Leuna-Kämpfern zum Gedenken
den Lebenden zur Mahnung. Ja, wir sind jetzt hier sozusagen am zentralen Gedenkstein. Zunächst vielleicht etwas zur Geschichte dieses Steines. Die ursprüngliche Geschichte geht auf zwei junge Arbeiter zurück. Und zwar sind im Umfeld der Leunawerke dann umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt worden von der Polizei. Schließlich wurden ungefähr 1800 Leute, jedenfalls über 1000, wurden eingesperrt. Dazu hat man eins von diesen großen Silos genommen, da saßen die halt drin unter erbärmlichen Zuständen. Und da haben sich zwei Leute überlegt, zwei junge Typen, wir holen die da raus und wollten da nun nachts in das Werk und die rausholen. Die sind dabei erschossen worden. Die Leichen sollten dann bestattet werden hier in dieser Ortschaft. Der Pfarrer hat sich geweigert, diese Leute auf seinem Friedhof zu bestatten. Und so hat man sie einfach hier am Gänseanger, wie das damals hieß, einfach verscharrt, kann man sagen. Aber es sind dann aufgrund dieser Geschichte ziemlich schnell also hier auch Blumen abgelegt worden und so weiter. Das wurde dann so für die Arbeiterschaft die Stelle, wo man sich also sozusagen der ganzen Toten gedachte. Und dann hat sich die KPD der Sache angenommen, die ja dann auch die ganze Geschichte so ein bisschen für sich beansprucht hat und wollte einen Gedenkstein errichten. Ernst Thälmann ist persönlich angereist, um das dann also auch dann zu vollziehen. Gibt es auch Fotos, wie er hier steht und so weiter. Aber um so einen Stein zu errichten, da gab es eine tierische Auseinandersetzung. Damals war der Landtagsabgeordnete aus Halle, der KPD Max Lademann. Da ist der Schriftverkehr noch erhalten, wie er also mit den Ämtern sich da sozusagen um diesen Stein, was da jetzt draufgeschrieben werden darf und was nicht. Das ist also nochmal so eine Geschichte für sich. War jedenfalls ein endloses Gezerre, bis nun dieser Stein endlich hingestellt werden konnte. Wie gesagt, Ernst Thälmann hat ihn eingeweiht und dann wurde das eben auch zum März wurden dann auch hier entsprechend immer Gedenkveranstaltungen durchgeführt. Dann kamen die Nazis an die Macht. Die haben den Stein nicht in der Form abgebaut. Sie haben aber oben die Faust, der ist ja vom Roten Frontkämpferbund, die Faust, vom Roten Frontkämpferbund wurde 1924 gegründet als erste Einheitsfrontorganisation. Also im Grunde genommen ist das eine der Resultate aus diesem Aufstand gewesen. Es ist das Emblem vom Roten Frontkämpferbund, die geballte rechte Faust, nicht die linke Faust. Die Studenten nehmen immer die linke Faust hoch, aber original war es die rechte Faust. Entwurf von John Hartfield übrigens. Und die wurde von den Nazis mit Zement zugemacht. Und der Spruch da unten dass man nicht mehr lesen konnte. Aber der Stein an sich wurde nicht zertrümmert oder entsorgt. Und so hat er die Zeit des Nationalsozialismus überlebt. Zu DDR-Zeiten wurde er dann wieder also entsprechend dem Originalzustand, soweit es möglich war, hergestellt. Das reichte aber nicht, weil ich hatte ja schon erwähnt, die DDR hat das ja dann zu ihrem Nationalmythos so ein bisschen aufgebaut. In Leuna sind viele gefallen, in Leuna floss Arbeiterblut. Das war so ein Evergreen aus den 20er Jahren. Der ist in DDR-Zeiten dann auch zu entsprechenden Feiern hier noch gesungen worden. Den gibt es mit 100 verschiedenen Versstrophen, also so, das ist alles immer mal wieder verändert worden. Das reicht aber nicht, dieser Stein. Die DDR-Regierung, hat SED, hat dann hier eine ganze Anlage aufgebaut. Das war richtig so, Treppe hochgehen und dann war dieser Stein nur Teil dieser Anlage, kann man sagen. Unten wurden zwei große Bronzereliefs, mehrere Meter lang und richtig hoch, die Geschichte der Leunakämpfe darstellend. Und dann wurde hier zumindest im März immer die großen Feierlichkeiten gemacht. Also Betriebskampfgruppen standen hier, FDJ und was so alles möglich war. Es war jedenfalls eine zentrale Sache und jedes Jahr für die Sammler interessant, gab es ein Leuna-Abzeichen bis 89 durchgehen, jedes Jahr ein anderes. Es war jedenfalls eine wichtige Geschichte. Und nach der Wende war Schluss mit diesen Feierlichkeiten, hat man dann diese Anlage wieder abgebaut und den Stein in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Also so ungefähr sah dann 1927 auf, als er dann hier aufgestellt worden ist. Der Spruch darauf, durch Kampf zum Sieg, der hört sich heroisch an, aber der ist bei vielem, wie bei vielen dieser Sprüche, die von der radikalen Arbeiterbewegung dann benutzt worden ist, eigentlich aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist ja so ein patriotischer Spruch ursprünglich gewesen, hat man dann auf dem Roten Stern montiert, dann funktioniert das auch irgendwie. Deswegen sollte man das nicht so hervorheben, finde ich.
Ja, das ist also jetzt zu diesem Stein zu sagen. Ich finde, allein diese Geschichte, die da hinter sich hat, ist das schon ein einmaliges Denkmal. Eine Frage? Da ist die, dann haben sie aufgestellt. Also, ne, einfach, das ist die Zeit, wo sie, 21 war der Aufstand, bis 27 hat es gedauert, bis sie den hingestellt haben. Ja, gut, das ist die Geschichte zum Stein, das ist auch so ein bisschen Geschichte des mitteldeutschen Aufstands jetzt gewesen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie man das eigentlich mit dem Hier und Heute verknüpft. Also, was sagen uns diese Geschichten von früher zum Heute? Und da finde ich es vieles sehr, sehr, sehr schwierig, das also nach heute zu transportieren. Ich finde, das gehört in die Geschichte der linksradikalen Bewegung, auch mit allen Fehlern, die da drin sind. Ich wüsste jetzt nicht, auf was ich mich da direkt beziehen könnte, weil ich hatte ja viel von den Fehlern erzählt. Der Aufstand an sich ist ja von vornherein total Wahnsinn, aber vielleicht hört Wahnsinn auch ein bisschen dazu. Für mich gehört er trotzdem in die Geschichte dieser revolutionären Linken, der ich mich zurechne. Und deswegen habe ich das so ein bisschen zum Teil meiner Aufgabe, meiner selbstgestellten Aufgabe gemacht, da eine Versuch nochmal eine andere Erzählung über diesen Ablauf darzustellen. Weil ich irgendwie finde, das kann man alles im Nachhinein sozusagen, es baut sich aufeinander auf, erklärt sich, verknüpft sich ineinander. Natürlich kann ich nicht den Kampf von 1921 auch nicht ideologisch heute mehr führen. Und dieses eine direkte Verbindung, ideologische Verbindung zu ziehen, würde mir schwerfallen, obwohl ich mich in einer Traditionsabfolge schon verstehe. Ja, ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ausgedrückt war. Vom Gedenkstein in Kröllwitz bei Leuna aus ergeben sich nun zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt zum Hauptbahnhof von Merseburg zurück, ein kleiner Umweg ermöglicht dabei noch einmal eine Besichtigung der grauen Außenmauern des stinkenden Leunawerks, oder aber man entscheidet sich dafür, die Tour noch etwas auszuweiten und mit dem Fahrrad zurück nach Halle zu fahren. Wir entscheiden uns für die letztere der beiden Möglichkeiten, denn am Ortseingang von Halle in Ammendorf befindet sich ein Friedhof, auf dem eine weitere Gedenkanlage zu finden ist. So, wer will was sagen? Naja, was man hier jetzt im Grunde sieht, ist, dass hier diese beiden Ereignisse halt in einer Gedenkstätte vereint sind. Ne? Also hier in der Mitte sozusagen Gedenken an die Gefallenen vom März 1920 und hier in der Mitte zentral den gefallenen Kämpfern von 1921 zum Gedächtnis. Und was man hier auf jeden Fall auch nochmal sieht, ist, dass die sozusagen alle um die Jahrhundertwende rum geboren sind. Also das heißt eben, also da lässt sich halt nochmal gut sehen, dass die alle Anfang 20 halt ungefähr gewesen sind. Ja, die Gedenkstätte ist übrigens ursprünglich auch so eingerichtet worden, also für beide zusammen. Ist jetzt nicht irgendwie im Nachhinein, die ist zu DDR-Zeiten wiederhergestellt worden, ungefähr im Originalzustand, von den Nazis war das zerstört worden. Hier ist auch eine Frau noch dabei, ne? Das hat man ja seltener dabei, Martha Eisel. Das ist also aus der Zeit des Kapuzes. Ja, vielleicht nochmal zum historischen Geschehen zurück. Der wichtigste Tag in dem Zusammenhang, 28. April 1921. Max Hölz rückt hier mit einer Kampftruppe aus mindestens 300 Mann, wahrscheinlich waren es sogar mehr, das, also genaue Zahlen kann man da schwierig beziffern. Nach Ammendorf, da gibt es ein Munitionsdepot und militärische Geschichten sind hier, die man erbeuten kann, also eben ein Militärdepot. Er will das erobern, das kriegt er aber so nicht hin, setzt sich aber in der Stadt fest und dann beginnt halt seine übliche Kriegsführung. Also er sprengt öffentliche Gebäude, Banken und so weiter wird nachgeschaut, ob man dann Geld. Das ist immer das Erste, also wenn man Max Hölz in die Stadt kommt, ist öfter Bank Geld zu erbeuten. Dann nimmt er ein paar Geiseln, sprengt ein paar Brücken und irgendwelche Anlagen. Nach seinen Äußerungen dient das dazu, den Feind zu verwirren und so weiter. Andere Leute halten das für systematische Zerstörung oder auch unsystematische. Jedenfalls bringt es nicht den gewünschten Erfolg. Und der Kurier, der nach den Leunawerken geschickt worden ist, kommt also mit leeren Händen zurück. Hölz bleibt nichts anderes übrig. Wenn man diesen Kampf irgendwie noch einen neuen Impuls geben will, dann muss man nach Halle reinkommen, muss man Halle irgendwie besetzen, das sich ja an einem Aufstand bislang nicht beteiligt hat. In Halle ist natürlich auch viel Militär und so weiter.
Und er entschließt sich dann mit seinen Leuten von Ammendorf aus vorzurücken auf Halle. Und da läuft er praktisch in einen vorbereiteten Hinterhalt der Polizeitruppen, die seine Leute total zusammenschießen, aufreiben. Und damit ist der Zusammenhang nicht mehr gegeben. Die laufen dann in alle Winde. Hölz selber flieht Richtung Gröbers. Gröbers ist ein allgemeiner Sammelpunkt. Von Gröbers aus wollte eine autonome Gruppe, wenn ich es mal so nenne, so selbstständig operierende Gruppe, kommunistische Kampfgruppe, die aus Bitterfeld kam und der Anordnung der militärischen Leitung Folge geleistet hat, wollte zum Leunawerk. Kurz vorm Leunawerk allerdings kommt die Meldung, Leunawerk ist umzingelt und wird von der Polizei eingenommen. Also sind sie nicht mehr ins Leunawerk rein, sondern haben sich bei Gröbers gesammelt. Da flüchten jetzt eine Reihe von Leuten hin, unter anderem eben auch Max Hölz, der davon erfahren hat. Aber bevor Max Hölz Gröbers erreicht, hat die Polizei davon Wind bekommen und sendet da ein paar Leute aus. Die sagen, das sind Aufständische und die wollen die jetzt also hops nehmen. Und das wird zur größten Niederlage der Polizei in den mitteldeutschen Kämpfen. Vor Gröbers laufen sie nämlich in die Maschinengewehre, drei oder vier Maschinengewehre, gut vorbereiteter Arbeiterkampfgruppen und werden komplett aufgerieben. Allein da beim ersten Ansturm fallen 11 Polizisten, darunter auch Polizeioffiziere. Sie können die Toten erstmal nicht zurücknehmen, sie werden richtig in die Flucht geschlagen. Die Arbeiter bergen die Tote, die kommen dann in so eine Scheune. Ja, und dann kommt es zu diesem Zwischenfall, der eben auch in diesem Zusammenhang mitteldeutscher Aufstände. Also erst nachdem die jetzt geschlagen sind, trifft Max Hölz ein. Max Hölz übernimmt dann das Kommando da wieder und zieht dann mit der Truppe weiter. Und das hatte ich dann erklärt, 2-3 Tage später ist er am Besenstedt und wird dort da dann aufgerieben. Die Toten bleiben da in so einer Scheune zurück. Und da gibt es so 2 Brüder, die irgendwie im Krieg da entsprechende Erfahrungen wohl gesammelt haben. Jedenfalls sagen die sich, die haben ja vielleicht Goldzähne im Mund, die toten Polizisten. Und wozu brauchen die noch? Können wir also sozusagen selber verwenden. Und als sie schon dabei sind, fangen sie also an, diese Leichen zu bearbeiten. Also Augen ausstechen und solche Geschichten. Also Postmortem an den Toten. Die Polizei kommt wenig später nach Gröbers, kommt in diese Scheune und findet dann diese Kameraden von ihnen, die also entsprechend entstellter sind. Das werden sie dann gleich fotografiert. Es wird dann erstmal erzählt, die sind bei lebendigem Leibe gefoltert worden natürlich. Es werden sofort Postkarten davon gefertigt. Das spricht sich sofort rum. Werden also gleich Tag später schon verteilt. Es wird, ein Typ wird bezichtigt, dass er da verantwortlich ist. Der wird hops genommen und gleich erschossen von einem Polizisten, der später auch vor Gericht gestellt wird. Er sagt, er wäre aufgebracht gewesen über die toten Kameraden und außerdem wollte der fliehen und hat ihn erschossen. Er wird freigesprochen, da passiert da nichts. Es werden tatsächlich die beiden Schuldigen werden später gefunden oder herausgefunden und die werden dann vor Gericht gestellt und die kommen dann auch im Gefängnis ums Leben. Also das wird entsprechend erledigt. Diese Fotos aber von diesen malträtierten Toten, diese Legende, dass da Polizisten lebendig zu Tode gefoltert worden sind, die geistert fast die ganze Zeit der Weimarer Republik noch durch die rechtsradikale Szenerie, die Deutsche Volkspartei und so weiter, liegt diese Postkarten immer wieder auf als Begründung, wie blutrünstig die Linksradikalen sind und so weiter. Also das bleibt also eine Problematik. In Gröbers selbst wurde zu DDR-Zeiten eine Gedenkanlage eingerichtet, die so also ähnlich aussieht, noch viel größer wie die hier eigentlich. Da lagen dann aber keine Toten drunter, sondern das wurden dann nur Grabsteine hingestellt, so man so eine Stelle hatte, wo man an dieser Sache gedenken konnte. 2011 war ich noch da, da gab es das noch, da waren auch noch Grenzen niedergelegt und vor wenigen Jahren wurde das abgerissen, weil da ja keine Toten liegen, das war ja einfach nur so eine Gedenkstelle. Und wir haben ja dann befreundeter Historiker-Freak sozusagen, das hatte mir den Hinweis gegeben, in Osmühle auf dem Friedhof hat der Pfarrer praktisch den Grabstein Asyl gewährt und so, dass die Grabsteine jetzt auf dem Friedhof liegen, also so an der Seite, die sind also insofern erhalten geblieben, weil da so ein lokaler Historiker sich dafür eingesetzt hat.
Zu Max Hölz ist noch zu sagen, der war eigentlich die einzige wirklich fähige militärische Gestalt in dieser Auseinandersetzung auf linker Seite. Er hatte ja, hatte ich gesagt, seinen Ruf da schon 1920 beim Kapputsch im Vogtland begründet. Ein ziemlicher Haudegen, kann man so, würde man heute oder kann man ihn so bezeichnen. Und der hat gesagt, wir können diese Sache hier nur anfeuern und gewinnen, wenn wir bewegliche Kampfführung machen. Wir müssen also schneller sein als die Polizei. Und insofern ist er hier mit seinen Leuten los und hat erstmal Lastwagen requiriert, wie man so schön nennt, Und der war tatsächlich schneller als die Polizei eine gewisse Zeit am Anfang dieses Aufstandes, weil er eben seine Leute schnell bewegen konnte. Er hatte kurzfristig ein Quartier in Helbra. Und das hat er dann nach ein paar Tagen aufgegeben. Und Helbra war also sein Quartier. Und da hat er dann zu DDR-Zeiten wurde dann dort eine Gedenkstätte, so ein Arbeiter mit einem Gewehr in der Hand und so stand er da. Und 2011 haben wir da so die Sachen mal uns versucht anzugucken, was noch da ist. Und in Helbra haben wir dann den Ort gefunden, so ein Park. Und das war auch klar, da musste der gestanden haben. Da war aber nichts mehr weit und breit. Es war alles abgebaut. Sonst sind die Gedenkstätten ja oft noch erhalten, auch wenn sie aus DDR-Zeiten stammen. Und dann haben wir da angerufen bei dem Bürgermeister. Wo ist denn das Denkmal geblieben und so weiter? Das hätte man mitschneiden sollen. Das war so, wo wir herkämen. Ja, wir kämen aus Berlin. Kümmern Sie sich doch um die Sachen, die in Berlin vor sich gehen. Hier in Helbra machen wir das auf unsere Art. Das Denkmal ist eben weg und fertig. Also der war da nicht ansprechbar auf diese Sache. Und dieses Jahr habe ich von einem Kumpel den Link gekriegt. Dieses Denkmal ist abgebaut. Die haben auch dieses Gewehr. Das Gewehr ist abgebrochen. Aber es gibt da so ein Bergbaumuseum da jetzt in der Nähe. Und da haben sie dieses Denkmal irgendwo gefunden und haben sie jetzt da hingestellt. Also ohne dieses Gewehr und auch ohne Hinweis, was das eigentlich mal ursprünglich war. Aber das steht da jetzt so als Bergmann in diesem Bergmanns Museum drin. Das finde ich auch so eine interessante, kuriose Geschichte, was mit diesen Denkmälern da so teilweise passiert ist. Ja, im Wesentlichen habe ich jetzt viel erzählt. Auf ein paar Sachen waren auch dabei, die ein wenig erhellend gewirkt haben. Ansonsten kann man mich ja fragen und wir bleiben ja auch dran. Gibt ja die große Broschüre zum Thema, hattest du gesagt, am Ende des Jahres und ja. Ihr hörtet hier Bernd Langer mit einigen Ausführungen zur Geschichte der mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921. Entstanden sind diese Aufnahmen im August 2021 auf einer Fahrradtour vom Hauptbahnhof in Merseburg über Leuna Stadt nach Kröllwitz bei Leuna und zurück nach Halle-Ammendorf. Eine Broschüre zur Geschichte der Märzkämpfe, die auch die Route der erwähnten Fahrradtour enthalten wird, ist derzeit in Vorbereitung. Eine weitere öffentliche Fahrradtour wird im März 2022 stattfinden. Weiteres Audiomaterial zur Geschichte der Märzkämpfe von 1921 und zur Revolutionsgeschichte überhaupt findet ihr auf der Homepage ärgernis.org. I'm gonna go get some more.